Thank you.
Ja, einen wunderschönen guten Abend. Willkommen heute am Freitag. Ne? Freitag macht jeder seins, wa? So war das. Hallöchen auf jeden Fall. Hallöchen in den Stream. Ja, die Playstube ist zu Gast heute in der AM bei der NSL. In der AM1 natürlich. Ne? Das heißt also, heute geht's auf Monster. Heute geht's hier nicht auf Monster, sondern auf Monster los. Ja, wir sind ganz gespannt, was wir heute hier so bekommen, was der Krabbel heute so sieht hier bei der NSL AM1. Was habe ich denn heute hier? War ja schon lange nicht mehr zu Gast in der AM1. Ist ja nun bei Krabbel und Playstube viel los und da muss er sich schon ein bisschen sputen, dass er hier noch was abkriegt. Aber nichtsdestotrotz, willkommen auf jeden Fall an alle Hallöchen, Sonnchen, Hallöchen, Schicki Mario, Longa, Ray und wer auch noch dabei ist, Bulls United Motorsport and One, Hallöchen, gerade hier rein. Also wir legen gleich richtig los, Männers, aber vorher haben wir noch eine Geschichte, die ist natürlich nicht so schön, ihr habt es alle mitgekriegt. Am Mittwoch ist eigentlich die Ikone für die Nordschleife leider durch krankheitsbedingt leider von uns gegangen und nehmt's mir nicht krumm, ich werde dann nachher, wenn ich die einzelnen Punkte eingeblendet habe, eine kleine Schweigeminute einlegen, bevor wir dann hier wieder ins ganz normale Renngeschehen auf Monza einsteigen werden. Warum würde ich das erst nach der Tabelle machen? Weil ich habe diese Lackierung hier von den Jungs aus der NSL bekommen. Welche werde ich euch gleich sagen und daraufhin will ich dann auch diese Gedenkminute für Sabine Schmidt, ihr wisst alle, wen ich meine, die dort ein bisschen mit dabei sind, werde ich also dann dieses lackierte Fahrzeug einblenden. Es werden heute auch einige damit unterwegs sein, aber wir wollen auch als Playstube hier so ein bisschen auch das Ganze auch weitertragen. Es ist wirklich eine schlimme Geschichte und leider Gottes ist es nun passiert und wir sind alle traurig darüber und wollen uns daran auch beteiligen. Aber bevor es losgeht so richtig und bevor wir dann also auf die Strecke rausgehen, gucken wir uns also mal kurz die Tabelle an. Und da haben wir also die Tabelle in der AM, in dem Fall die AM1. Und da haben wir also UMF, die also hier das Feld sozusagen anführen mit 428 Punkten. Bulls United Motorsport AM mit 334 Punkten. HPSR mit 310 Punkten, Race Like a Sir mit 292 Punkten, M8S of Speed hier mit 285 Punkten, The First Donkey mit 273 Punkten und den Speedbots NLR in dem Fall 4 mit 273 Punkten. Ja, und von wem habe ich jetzt dieses Bild bekommen, was ich jetzt also gleich für euch nochmal einblenden werde und dann nochmal eine Minute meine Klappe halte und mich ausblende, bevor wir also dann leicht hier reinschneiden, also in die NSL. Willkommen nochmal an die, die jetzt zuschalten. Ja, das sind die Jungs von M8S of Speed, die also mir kurz vor der Sendung heute mir das zukommen lassen haben und ich blende jetzt einfach mal hier für Sabine Schmidt die Lackierung ein und bitte euch eine Minute Gedenken an Sabine Schmidt, die einfach viel zu schnell von uns gegangen ist, die Rennikone, ja, auf dem Nürburgring, auf der Nordschleife, und dann legen wir los.
So, meine Damen und Herren, da ist er wieder. Jetzt geht's los. Und jetzt wollen wir auch natürlich Spaß haben und uns ein bisschen natürlich amüsieren. Und jetzt schalten wir mal live auf die Jungs hier drauf. Wir haben noch ein bisschen Zeit hier in der NSL AM Klasse 1. Wir haben um 22.15 Uhr den Quali-Start und dann darf jeder seine Superpool fahren und Krabbel ist drauf und wird genau hingucken, was also die Jungs hier in der AM1 hier so machen werden. Aber wir schalten schon mal auf die Strecke einfach mal drauf. Was mache ich jetzt? Jetzt gehe ich einfach aus der Lobby oder was? Nee, ich will doch gar nicht rein. Hallo? Was ist denn hier los? Ich will doch gar nicht. Ich will raus. Geht denn das jetzt nicht? Mama! Jetzt bescheuert? Wieso komme ich denn da nicht raus? Verlassen. So, wir wollen ja da drauf. So, jetzt aber. So, jetzt starten wir also und gucken uns den Einzelnen mal an hier. Der hier also so am Angasen auf Monza ist und der Krabbel schaltet sich natürlich nachher wieder aus. Hallöchen erstmal, willkommen an alle. Welcome. Die Himbeere ist da, Stroker Ace ist da, Maestro ist da, Chicky Mario, wie gesagt, Hitsback Fighter, Jolly Coco ist schon wieder frech im Chat. Hallöchen, ja, Hallöchen, Sonnchen, schön, dass ihr alle wieder den Weg zur Playstube gefunden habt. Ja, was mache ich schon wieder? Ich bin egal. So, aber den Spruch mache ich mir nicht hier drin, egal oder sowas. Also, wir gucken mal. Wen haben wir auf der Strecke? Fangen wir einfach bei der 1 an, die jetzt also ein bisschen am Üben sind. Da haben wir Mr. Haribo und ihr seht es also auch hier, die, wie gesagt, Gedenken an Sabine Schmitz. Wir werden also noch einige Fahrzeuge heute hier damit sehen und wollen sie damit also auch ehren. Jetzt haben wir hier den Javi, der fährt einen Mercedes-Benz hier, schöne Helmlackierung in Rot gehalten hier für die NSL am Start. Du musst hier arbeiten, Söhnchen, der war gut. Ah! So, aber wen haben wir noch? Ja, Schumania, Bulls United Motorsport lässt mal wieder hier was gucken, was kicken und jetzt sind sie heute hier also im Porsche. Hier am Angasen die Jungs vom Bulls United Motorsport. Auf der 4 ist momentan hier in dem eigentlichen Warmfahrer der Tobias. Hier auch im Mercedes AMG am Werkeln. Der Weintiger auch im Porsche von den Speedbots hier am Angasen. Guckt sich Monza ganz genau an. Und dann kommt Semedi, der Baron, der hier also ebenfalls mit dem Porsche für die Speedbots unterwegs ist, meine Damen und Herren. Phoenix Dave von The First Donkey, auch er hier in der Lackierung, wie wir es ja eben am Anfang schon erwähnt haben. Also wir ehren hier heute Sabine Schmitz. Dann geht's weiter mit Joey Coyote, der hier im Porsche ebenfalls ans Werken geht. Hallöchen, Ei Ei, grüß dich. Wieder gefangen von gestern. Jawohl, Entschuldigung, dass ich dich halt nicht mehr im Stream gesehen habe. War nicht meine Absicht. Sorry. Vorgestern meine ich, ist ja schon wieder Tag dazwischen. Mein Gott, Alter. Heute hat ich ja wieder. Was los hier? Zeliko hier. Oder Zeliko, ja. Zeliko hier im. Ja. Corvette in der Corvette. Sonnchen freut sich, ist da. Jawohl. Und dann haben wir Ratze, der ebenfalls hier in der Lackierung für Sabine Schmitz unterwegs ist. Auf der 8 ist der Putz. Dieser Afrofutz. Alter. Ja, aus Großbritannien uns live zugeschaltet im Porsche. Und hier also auf der 8 jetzt gelistet gewesen. Jetzt auf der 9. Phoenix auf der 10 hier. Der steht in der Box, traut sich nicht raus. Krabbel Mike, warum steht denn der? Steht doch gar nicht in der Box. Was soll denn das? Warum stehe ich in der Box? Denn das? Die denken, Alter, macht ihr denn zum ersten Mal hier einen GT-Sport oder was? Oh Gott, was geht denn jetzt ab? Armutszeugnis, Krabbel. Oh, da muss ich mir eine Schelle hier. Aua. So, aber jetzt haben wir es. Wenn ich schon mal in der Box stehe hier, kann ja wohl nicht sein.
Eddie Falke, hallöchen. Kochi Wori, schön, dass du mal reinguckst heute. Hallöchen. Also schön, dass er mal hier bei der Playstudio hier ein bisschen mit reinschneidet. Also wir warten ganz gespannt ab. 22.12 Uhr. Gleich geht's los. Quali startet gleich. Und nochmal ein Dank an den Horst heute, der heute die AM1, also auf Deutsch gesagt, managt. Und das ist gut so. Jawohl. Folgt richtig gut. Eddie Falke hat mir noch ja nicht. Folgt mir ja nicht. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Hm, okay. Alles gut. Alles klar. So. Also, die Jungs wollen, sind heiß wie Frittenfett. Und dann gucken wir doch mal, was heute hier in der AMS der Krabbel so geboten bekommt. Und hier wird erstmal nochmal der Reifen getauscht. Klar, die wollen sich vorbereiten, die Jungs. Ja, 1,42er Zeit momentan hier schon mal in den Asphalt gehämmert in dem Training. Aber gleich geht es hier los. Und das heißt, wir werden hier Bulls United Motorsport Schumann. Ja, ich habe es ja schon mal in einem oder anderen Stream erwähnt. Ich kenne ihn ja auch schon sehr, sehr lange. Der hat also schon ordentlich was aus sich gemacht. Also viel, viel geübt. Ja, der Herr ist auch nicht mehr der Jüngste. Und fährt hier also noch richtig gut mit. Also Krabbel kann das nicht mehr. Die Zeiten sind vorbei, 2018, Anfang 2019, wo man noch live hier mitgehuschelt ist, aber jetzt nur noch abkacken. Krabbel kackt ab. Jawohl. Ha. So. Aber gleich starten wir ins Rennen. Und bis dahin nochmal für alle, hauen wir nochmal raus, den Heldengruß. Empire of Man, Cory Worry schreibt, Lexus OP-Time heute hier. Mal gucken. Aber Monster ist ja bekannt. Monster ist eine schöne Strecke. Und jetzt warten wir es also ab. Gleich sollte es starten. 22.14 Uhr steht auf der Uhr. Krabbel schaltet sich schon mal aus dem Bild raus. Und dann wollen wir uns natürlich hier auf das Renngeschehen konzentrieren. Und wir sehen uns auf jeden Fall dann nochmal wieder. So, meine Damen und Herren, ich bitte jetzt gleich loslegen in die Box. Wir wollen keine Zeit verstreichen lassen. Im Stream ist schon ordentlich was los für alle, die noch nicht begrüßt wurden. Welcome. Nochmal ein freundliches Hallöle in den Stream gepfeffert. Und jetzt Start gleich in der AM1. Und dann müssen wir mal gucken, ob die Jungs der AM1 nämlich würdig sind. Und Krabbel war ja schon lange nicht mehr zu Besuch. Deshalb sage ich das mal ganz einfach so und gucke mal, ob das heute hier ein Fest wird. Guten Abend, Nixi, grüß dich. Mensch, du hast ja schon lange nicht mehr reingeguckt. Ja, da kaum ist der Krabbel mal hier bei der AM da, wo die Jungs sind, dann kommen sie alle und gucken hier mal rein. Es ist ja heute nicht nur die AM1 am Start, AM2 und AM3 läuft ja genauso parallel. Aber jetzt gasen wir an. Die Jungs sammeln sich, jetzt geht's los auf die schnelle Runde. Jetzt geht's darum, die beste Startplatzierung zu erreichen. Und wenn die Jungs also hier ordentlich Eier und alles andere in der Hose haben, dann wird es für den einen oder anderen schwer nach vorne gehen und für anderen halt nicht hier. So, alle einmal bitte reingesprungen und dann wird der Horst das erste Team auf die Strecke hier verweisen, kurz angasen und dann geht das sein Gang. Yannick, hier willkommen bei der Playstube. Vielen Dank für dein Follow und hab Spaß hier heute zu Gast bei der NSL AM1 auf Monza im Rennen 9. Jetzt geht's los. Die ersten Jungs gehen raus. Wir gehen natürlich mit hier. Weintiger und sein Teamkollege, der Samedi, der jetzt also auf die Einführungsrunde geht. Und dann schnappen wir uns die Jungs hier einfach mal und fahren im Cockpit mal so schön ein bisschen mit, nicht wahr? Gucken wir uns das Ganze aus ihrer Sicht mal an. Wie liegt der Porsche hier auf Monza? Ja, viele denken, Monza ist eine Strecke.
Ja, die sieht doch einfach aus. Ja, die ist vielleicht doch gar nicht vom Fahrerischen her so anspruchsvoll, aber die Linie, die spielt hier eine absolute Rolle. Hier musst du wirklich die Linie finden, um richtig schnell zu sein, weil einfach nur fahren ist schwierig. Ascari, die muss man auch erstmal reißen. Wenn man es da übertreibt, ist man auch ganz schnell an der Bratwursttheke, nämlich am Grill, irgendwo im Grünen unterwegs. Also auch hier wird das Ganze gar nicht so einfach sein, auch wenn Monza vom Streckenbild relativ einfach aussieht, ist das wahrhaftig nicht der Fall. Also Hochgeschwindigkeitsstrecke auf jeden Fall. Die Linie spielt absolut hier eine Rolle. Hallo Benny, grüß dich. Schön, dass du hier mal reinguckst. Benny ist da, Yannick, Hallöchen, Hitzbeck Fighter. Jawohl, guckt auch zu und wird natürlich die Bots hier anfeuern, die jetzt gerade auch im Bild hier sind. Wir bereiten uns vor. Erste schnelle Runde geht gleich los. Medi, wie gesagt, hier der Teamkollege hinten dran. Reifen werden warm gefahren, die Bremsen werden auf Temperatur gebracht. So ist das nun mal im Rennsport, um perfekte Performance für eine Runde hier abzuliefern. Brauchen wir das und wir springen jetzt in Weitinger rein und lassen uns jetzt hier einfach mal mitnehmen. So, wir sind jetzt also bei Start und Ziel. Jetzt geht's, wie gesagt, zur Rettifilo. Die Schikane, die ja jetzt gleich hier als erstes angefahren wird. Gibt ja zwei Varianten, ne? Einmal geradeaus und einmal die Schikane. Also die Originalstrecke ist ja so ein bisschen anders. Jetzt geht's weiter. Jetzt Curva Grande sind wir jetzt unterwegs, ne? Dieser leichte Rechtsknick hier. Da geht's also dann erstmal hier in die Curva Grande und weiter geht's jetzt Richtung der Della Roggia, die jetzt folgt, die nächste Schikane, die wir also hier sehen. Ja, hart genommen hier schon, hat hier leichtes Untersteuern mit ein bisschen Übersteuern dabei und jetzt geht's weiter hier die 6 und 7 Kurve, die Lesmos oder die Lesmos-Kurven, die jetzt hier genommen werden, können relativ zügig genommen werden, wenn man da eine gute Linie findet, abgibt's und wir sind jetzt auf der Seraglio oder Seraglio, so heißt er eigentlich. Und jetzt geht's zu den Ascaris und hier kurz anbremsen angesagt, reinstechen, gute Linie fehlen und jetzt schon wieder auf dem Gas stehen und voll durchhämmern. Jawohl, aber es war noch nicht so perfekt, glaube ich, hier bei Weitinger. Und dann geht es schon Richtung der Parabolica, die dann also vor Start und Ziel uns hier begleitet. So, wo bleiben die Zeiten stehen? Jetzt also Weitinger setzt die erste Zeit für uns hier. So, also Weitinger, wo wird die Zeit sich jetzt für ihn einordnen? Ah, was macht der Teamkollege Saridi? Ist schon drüber, 1:42.705. Weitinger, sein Teamkollege, 1:42.977. Wir gehen aufs nächste Team, nämlich unseren Hashi. Ja, ihr seht in der Hommage von Sabine Schmitz, die leider am Mittwoch gestorben ist nach schwerer Krankheit. Und dann der zweite im Bunde, Phoenix Dave hier, der also hier das gleiche logischerweise pilotiert. So sieht's aus. Alles Mercedes AMG befeuerte Fahrzeuge jetzt. Die Jungs können also jetzt in dem Moment, Hashi wird es als erstes machen, geht hier schon gleich auf die Runde. So kommt er rum hier. Sein Teamkollege ist noch ein bisschen weg. Hashi wird jetzt die erste Zeit machen. Und es regnet für ihn, beziehungsweise fliegen viel Insekten auf der Windschutzscheibe. Die Wischer gehen auf jeden Fall. Könnte es ja unter Umständen dann Sichtprobleme geben. Deswegen hier für Hashi erstmal nicht der hascht mich, sondern Hashi geht hier erstmal am besten über die Aerodynamik wegen Scheibenwischer an, um da noch ein bisschen was rauszukitzeln. Chicky Mario, Hallöchen, The First Donkey wird natürlich hier angefeuert, aber jetzt geht's für Hashi und Dave erstmal um die Platzierung. Hey, Struka, ja, vielen Dank dafür, vielen Dank für deine Bits, ey, Dankeschön. Geht ja schon wieder gut los hier, danke, danke. Aber wir bleiben trotzdem erstmal bei Hashi. Und Phoenix Dave, wie gesagt, der zweite im Bunde hier mit seinem Mercedes
also hinten dran und mal gucken, wer das interne Team-Duell hier in der M1 heute für sich entscheiden kann. Noch haben wir ein bisschen Zeit und wir warten mal ab, was die Jungs gleich hier so machen. Die nächsten beiden sind schon auf der Strecke. Joe Coyote und der Fatz, Afro Fatz. Gott, Alter. Oh, ich kick schon wieder. Leichte Sperren hier, aber jetzt geht es erstmal um Hashi und Phoenix. Hashi, 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 jetzt also kurz vor Start und Ziel. Abolika jetzt und los geht's jetzt hier. Jetzt kommt die nächste Zeit. Wir hatten ja 1,42er Zeit jetzt gerade schon gesehen. Wie sieht es jetzt bei den Jungs aus hier? Was macht Hashi? 1,43, 8, 3, 4, etwas langsamer. Und 1,43, 0, 38 für Phoenix Dave. Also da muss noch was gehen im Rennen. So könnt ihr das nicht machen. Das funktioniert so nicht. Joe Coyote, Porsche, GTSE eigentlich. Ja, GTR ist eigentlich GTE, aber egal. Okay, also Joe Coyote und hier der Afrofutz, oder Fatz, Afrofatz, Afrofatz, Futz, Fatz, ist was los hier. So, das heißt also Joe Coyote im Porsche und wir springen doch einfach mal rein in den Bock und lassen uns hier von Joe Coyote mal mitnehmen, der jetzt also seine Zeit hier erstmal bringt. Mafa, willkommen bei der Playstube und beim Kabel Mike. Vielen Dank für dein Follow und hab Spaß hier. So, jetzt aber hier ein bisschen störrisch gewesen, der Porsche. Erste Schikane war doch nicht so das Ganze. Ware, meine ich. Was schreibst du? Empire of Men, Afrofutz. Alter, wie kann man denn, wie kann man so einen Namen haben? Ich kriege hier mal die Krise hier. Könnt ihr euch nicht normal nennen? Verdammte Scheiße. Ja, hier hat er schon eine Zeitstrafe bekommen. Das heißt also, hier geht schon wieder los für Joe Coyote. Der muss jetzt hier erstmal drücken, drücken, drücken. Ja, nicht von hinten, sondern von vorne. Das muss drücken im Gesicht, so muss das sein. Und aber leider eine halbe Sekunde draufgedrückt bekommen. Kann er das ausgleichen mit seinem Porsche? Wird schwierig. Dein Teamkollege, gehen wir doch einfach mal drauf hier. Ja. Afro Fatz, Futz, Fatz. Oh Gott, das wird heute warten. Ich nenne nur Afro. Scheiße. Also, beste lila Zeit, meine Damen und Herren. Ja, da macht man einmal was hier. Und da kommt hier Afro Futz hier. Also. Kein Alter. Ey. Ich geh krachen. Junge. Ja, aber er zeigt erstmal, dass er schnell unterwegs ist hier. Hinterfutz klingt aber auch schwer. Ach, ihr seht schon, ihr feiert schon wieder richtig ab. Ja, Playstube ist wieder voll da. Und die Namen sind immer köstlich. So muss es sein. Aber wo bleibt die Zeit jetzt stehen? Joe Coyote, was ist da los? 1,42,744. Und Afro hat 1,42,744. Coyote hat 1,43,852. Also da geht auch noch was. Wir gucken trotzdem mal kurz bevor Mr. Haribo, der seine Haribo-Bären ja schon auf der Strecke verteilt hat, für die Jungs mal kurz hier auf die Karte, beziehungsweise auf die Tabelle. Und wenn wir uns das jetzt hier angucken von den ersten, da sehen wir dann doch eine Tendenzreihe mit 1,42er Zeiten, die relativ gut stehen. Und der Rest dann jetzt mit 1,43er Zeiten. Mr. Haribo ist also quasi jetzt on Tour hier. Ja, also hier geht's schon wieder los. Ja, sieht nicht verkehrt aus. Mal gucken, wie es weitergeht. Ja, ob die... Was, Krabbel? Was? 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 Okay. Soll ich das machen? Schnelle links, schnelle rechts für den Spielchat oder was? Also, Mr. Haribo geht jetzt auf seine schnelle Runde im Lexus hier. Auch er, wie gesagt, ehrt Sabine Schmitz mit der Lackierung. Und jetzt für ihn kann es nur heißen, angasen, Spaß haben zwar auch, ne? Aber letztendlich geht es hier heute auch um Punkte, die ich euch ja schon gezeigt habe. Wir sind live im Quali der NSL AM1 in Monza und es
schiebt sich so die zeitentechnisch, also wird es wohl bei 1,42er Zeiten bleiben. Ob sie noch relativ tief werden, müssen wir mal abwarten. Da bin ich mal ganz gespannt, was morgen die Pro so fährt. Aber vielleicht ist ja die AM1 genauso schnell wie die Pro. Und deshalb müssen wir mal abwarten und gucken, was hier heute noch so geht. Warte, wird Fass gesprochen? Afrofass? Was, Alter, komm ich auch nicht mit klar. Meine Herren, ey. Ich bin ein alter Mann. Junge, ich bin schon über 40. Hey. Also, Mr. Haribo, wo bleibt die Zeit stehen? Und Haribo fährt was für eine Zeit hier in seinem Lexus? 1,43, 3,44. Da kommt der gute Mittelfeld hier erstmal klar. Wir gehen auf Bulls United Motorsport Schumania und Bulls United Motorsport, nämlich in dem Fall haben wir den, ihr wisst es, Knutzen hier an Bord, der jetzt hier also mit seinem Teamkollegen in der Einführungsrunde ist. Ja, ja, hast schon recht, Sonche. So, Schumania, also der Erste, der geht, mal sehen, was seine Zeit sagt. Knackt er die 1,42 oder wird es eine 1,43er Zeit? Bin ganz gespannt, was Schumania von Bulls United Motorsport hier also jetzt gleich in den Asphalt hämmert. So, die Zeit läuft. Wir schalten live auch mal in seinen Porsche. Da geht's los. Ab in den Porsche. Husch, husch. Ja, Retifilo passiert, absolut. Und jetzt geht's zur Curva Grande, die wir jetzt also passieren. Jetzt in dem Moment hier fängt sie an. Und los geht's also für ihn Richtung Della Roggia. Die Schikane, die hier in 100 Metern auf euch zukommt hier im Stream. Ah, nimmt ihn auch hart den Körb. Also da ist ein ordentlicher Versatz drin. Und weiter geht's. Jetzt zu den Lesmos, die jetzt hier gerade passiert werden. Die nächste davon, Kurve 7, auch hier involviert in die Lesmos. Weiter geht's auf der Terraglio, die jetzt also passiert wird, bevor es zur Ascari geht. Nämlich die nächste Dreierkombination, Kurve 8, 9 und 10, Ascari. Und haben wir die passiert, geht's weiter. Und zwar Richtung Parabolica. Warte, ich soll schon wieder singen. Ich habe nicht Geburtstag. Wer hat Geburtstag? Hat jeder Geburtstag nicht gesehen? Wer hat Geburtstag? Aber wirklich Geburtstag. So, Schumania, was macht jetzt die Zeit? Sein Teamkollege Knutzen werden wir gleich einfangen. Wo bleibt die Zeit? Drucker Ace hatte Geburtstag. Oh ja, kriegt er ja auch noch Ständchen. Aber hier Knutzen. 1,43,666. Das ist ja eine geile Zahl. Das heißt, Knutzen jetzt hier mit 1,43,666. Drucker hat Geburtstag. Meine Herren. Ich will mir noch was einfallen lassen, oder? Drucker Ace hat Geburtstag gehabt. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, lieber Stroker. Happy Birthday to you. Aber nachträglich. So, jetzt aber Applaus und jawolla. So, Schipilibi im M6 mit seinem Kompagnon hier Nickname. Geht doch. Die Schuhe fliegen wieder, Sonnchen, ja? Na, Drucker ist, gerne doch. Da bin ich mir nicht zu schade. Warum sollte ich auch, ne? So sieht's aus. Also die beiden Schippeliebe, Schippeliebe und Nickname hier also jetzt angasen, nämlich die schnelle Runde, die es hier jetzt zu vollenden gilt. Können die M6 hier ordentlich glänzen? Können sie eine ordentliche Zeit bringen? Oder wird es nur, ich sage mal, eine hintere Position?
Das können wir so erst nicht sagen, aber erst dann, wenn die Runde gelaufen ist. Hörsturz hast du jetzt. Na, guck an. Geboostet. Hat Strafe, sagt Behem. Alles klar. Also, Nickname. Schippeliebe. Schippeliebe. Wie? Wie? Schippeliebe. Also, wie kann man auf so einen Namen kommen? Ich verstehe das nicht. Oh. Schippeliebe. Wie? Schippeliebe. Schippeliebe. Oh. Hat ja den ganzen Abend zu tun. Da träume ich noch. So, die Zeiten bleiben stehen bei seinem Kompagnon. 1,42,272. 1,42,368 hier für Nickname. Schibilibi, also übernimmt Team intern. So, wen haben wir noch? Tobias und Harvey. Die beiden sind jetzt in den Mercedes AMG unterwegs hier. Das heißt, Harvey, Tobias, können die Jungs hier noch was reißen? Oder nicht. Ne? Also sind auch recht nah beieinander, die Jungs. Naja, macht zwar natürlich Sinn, wollen sich vielleicht auch ein bisschen Windschatten ein bisschen abgeben. Ne? Das heißt, ein bisschen ernten. Ja, genau. Edward. Schippilibidi. Schippilibi. Schippilibi. Gott. Oder Afrofass, Alter. Leck mich doch. Nicht böse gemeint, ich find's gut. egal, wir bleiben drauf. Harvey wird der Erste sein, der hier uns eine Zeit bringen wird. Ja, eigentlich Rimbeer schreibt schon, für den M6 ist die Zeit schon richtig gut. Nein, ich habe ja nicht gesagt, dass es schlecht ist. Habe ich ja gar nicht betont. Jeder, der hier fährt in der NSL, egal ob es die AM inklusive oder Pro sind, bringen erstmal ja, auf Knopfdruck eine Zeit, die so gut ist, wie die Jungs hier fahren. Und da gibt's den kleinen Drift mit Einschlag, defekt hinten, alles kaputt, die Putt. Wird auf jeden Fall keine Spitzenzeit mehr bei Harvey. Was macht Tobias? Bleiben wir bei ihm drauf. Halbe Sekunde Zeitstrafe. Das bedeutet, die Jungs werden wohl nicht ganz so schnell jetzt hier sich wahrscheinlich weiter hinten einordnen. Da wird abgebaut. Harvey, wie gesagt, mit dem Heckschaden. Leider Gottes. Und jetzt muss es vielleicht Tobias reißen. Heckschaden hinten und Aufhängungsschäden hier bei Harvey. Vielleicht reicht es doch noch aus über den Windschatten. Kann hier Harvey noch auf jeden Fall spenden. Das hat er auch getan. Das war auf jeden Fall taktisch klug gerade. Und Tobias übernimmt jetzt hier in der Parabolica den Platz 1. Jetzt gucken wir mal, wo seine Zeit hier steht. Kann er sich noch vorne platzieren? 1,43,5 und 1,48,8,0. Das ist eigentlich schon eine ganz tolle Hausnummer. Das heißt also, da werden wir definitiv, also oh, ganz weit hinten stehen, der Harvey durch seinen Schlenker hier, wo er zu weit rausgekommen ist. So sehen die Zeiten aus, meine Damen und Herren. Was ist mit Ratze passiert? Warum habe ich Ratze hier nicht? Ist der mir schon wieder entschwunden? Wo ist Ratze hin? Ratze? Hallo? Gibt's noch was? Wer kommt jetzt raus? Wer ist das? Harvey? Jetzt fahren sie erstmal alle so weit in die ersten Sektoren. Das heißt, wir haben jetzt kurz Zeit. Ich denke mal 2, 3 bis 5 Minuten. Holt euch was zu trinken. Macht noch schön irgendwas. Und wir hören und sehen uns gleich wieder. Krabbel macht nochmal kurz Werbung und dann ist er gleich wieder da für euch. Wieder, meine Damen und Herren. Und wie gesagt, wenn ihr mal Bock habt, Rabbel hat jetzt eine eigene Merch-Seite. Könnt ihr ruhig mal raufgucken. Entweder klickt euch hier im Stream
Chat, was Sonnchen reinschmeißt, mal rein, beziehungsweise guckt mal in die Infozeile, klickt da drauf. Also gibt schöne Sachen, nicht nur von der Playstube, auch vieles mehr. Guckt einfach mal rein bei cellerista.de. Da gibt es schöne Sachen, die man da ergattern kann. So, wir bereiten uns vor jetzt auf das Rennen der AM Klasse 1 hier auf Monster GP Race. Das heißt also, hier geht es seinen Gang gleich. Die Jungs werden jetzt also hier im Stealth-Modus noch geführt. Wir gucken kurz nochmal auf die Tabelle. Und da haben wir also UMF hier mit 428 Punkten, Bulls United Motorsport AM mit 334 Punkten, HPSER 310 Punkte, Race Like a Sir hier mit 292, M8 ist auf Speed hier mit 285, The First Donkey mit 273 Punkten und die Speedbots NLR 4 mit 273 Punkten. Also die sind hier gleich auf, die Jungs. So ist die momentane Lage hier in der AM1, meine Damen und Herren. Also mal gucken, was heute hier auf Monza so geht. Jawohl, also Harvey hat es wieder gerichtet, wird aber leider Gottes als letzter starten. Leider Gottes. Und die Jungs hier mit den M6 haben schon gezeigt, dass was geht. Ah, Chikimari haut raus hier. NSL Racing, auf geht's, Männer. Die werden angefeuert. Wir warten ganz gespannt hier dann jetzt aufs Rennen und freuen uns, dass es also gleich wieder losgeht. Freitag steht an, NSL Time. Heute zu Gast die Playstube bei der AM1. Und der Krabbel ist hier mal wieder live am Kommentieren für euch. Heute also in der AM1 unterwegs. Aber vergesst die anderen nicht, nämlich AM2 und AM3, die mit uns hier natürlich zeitgleich fahren und gestreamt werden. So, meine Damen und Herren. Wann geht's los? Das sollte ja gleich starten hier. Was war das immer? Ich muss mich da immer einfinden. Ich habe so viel um die Ohren. Oh, was steht jetzt hier? Was haben sie mir geschrieben, die Jungs? So, das heißt also, wir warten auf den Start des Rennens. Heute am Freitag. Und dann geht es hier mal richtig ab. Ja. Und dann sollte der ganze Sache heute hoffentlich auch ohne große Zwischenfälle laufen. Das wäre schon eine Ansage. Ah, es wird ja immer schon auf Discord gemunkelt, die Pro eigentlich, nicht? Wollen wir noch mal gucken, ob es so ist, ne? Aber hier noch mal für euch da, Huhu an alle, da, Tachchen und guten Abend für die, die jetzt dazugekommen sind. Willkommen. Welcome. Ja, an euch noch mal. Und jetzt heißt es also AM1 Zeit hier bei der NSL. Beim Krabbelmike und der Playstube. Los geht es hier heute. Hallo Manni, grüß dich. Ah, Quali 1:42.125. Das heißt, in der AM2 sind sie ja noch schneller. Guckt euch an, was habt ihr dem gegeben? Hat er da irgendwas genommen oder sowas? Habt ihr dem extra Sprit gegeben oder wie? Ja, kann ja wohl nicht angehen. AM2 hier schneller als die AM1. Okay, da geht schon was. Schippilibi, genau, Schippilibi. Da muss ich mich richtig zusammenreißen. Meine Herren. Dass das also heute hier auch was wird mit Schippilibi. Ah, ihr habt schon wieder Spaß im Streamchat, die Jungs hier. Jetzt heißt es aber gleich nicht lang schnacken, sondern Kopf im Nacken und los. Sonst gibt es Schelle links und Schelle rechts. So, die Jungs also jetzt schon heiß wie Frittenfett. 22.41 Uhr. Ich denke mal 22.45 Uhr Start hier pünktlich. Dann heißt es NSL wieder auf der Strecke. In dem Fall heute AM1, AM2 und AM3. Waranda, hallöchen. Willkommen bei der Playstube beim Krabbel Mike. Schön, dass du reinguckst. Vielen Dank für dein Follow. Und dann gucken wir mal. Aber hat einer den Ratze? Ist der noch da? Habt ihr den? Wo ist denn der?
Ach, da ist er. Habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt heute im Quali. Komisch. Was ist da los? Wenn die nicht mal im Stealth-Modus ordentlich fahren. Ratze. Ratze, Fatze, Karl. Ratze, Fatze. Ratze, Fatze. Aber auch heute her ihr mit der Hommage an Sabine Schmitz, die leider Gottes am Mittwoch von uns gegangen ist. Ja, die Ikone des Nürburgring. Motorschaden gehabt, sagt Worry Worry. Alles klar, neue Mixel, hallöchen. So, was sagt die Zeit? 22.43 Uhr. Liege ich richtig? Dann geht es hier 2 Minuten los. 2 Minuten Start hier heute auf Monza. Ja, absolute Hochgeschwindigkeitsstrecke. Ich habe es aber schon gesagt, wenn du da nicht die perfekte Linie hast, bist du da aber leider nicht schnell. Dann läuft das schon. Nicht mit den Nachbarn, aber so. Wir machen für alle nochmal den Heldengruß klar, bevor es hier losgeht. So, schönstes Wetter hier auf Monza. Sollte also kein Regen erwartet werden. Somit werden wir hier heute relativ trocken durchs Renngeschehen kommen. Aber ihr habt schon gehört, in der AM2 wurde die Quali-Zeit schon unterboten mit 1,42 Einsatzzeit, glaube ich. War nur wenig, aber sie wurde unterboten hier von der AM1. AM2 war schon dort im Quali etwas schneller unterwegs. Zeit läuft, meine Damen und Herren. 2 Minuten bis zum Start des Rennens. So, der Krabbel geht schon mal aus dem Bild. Und dann habt Spaß jetzt beim NSL-Rennen in der AM1. Billy B und Nickname Samedi Afofas Weitiger Phoenix Dave Haribo verteilt seine Haribos und auf der 8 Tobias Hulz United Motorsport Knutzen hier jetzt zu sehen, genauso wie auf 10 Schumania hier vom Hulz United Motorsport Team. Hashi the First Donkey ebenfalls hier auf der 11, Joe Coyote hier auf der 12, Harvey 13 und Ratze auf der 14 hier in der AM1. So, Start erfolgt 22.45 Uhr. Das heißt also, gleich geht's los. Jetzt heißt es Kopf in den Nacken und hier sich durchkämpfen. Dass das auch alles vor der ersten Schikane auch klappt hier. Nicht, dass ihr euch da ja verhaspelt in der Retifolo. Das wäre nicht so schön. Finale hat begonnen. Viel Spaß jetzt in der NSL AM Klasse 1. Meine Damen und Herren, alle sind am Start, alle sind heiß wie Frittenfett. Ich hoffe, keiner bleibt stehen hier. Alles funktioniert so, wie es soll. Wir können es nur hoffen. Und dann viel Glück jetzt beim NSL AM Klasse 1 Rennen. Alle kommen erstmal weg. Wunderbar, Lobby hat gehalten. Jetzt gasen sie an. Jetzt wird hier ordentlich gefightet. Die Porsches gehen hier schon ordentlich steil. Das heißt also, die Jungs wollen's wissen. Jetzt kommt's aber. Jetzt geht's erstmal los. Oh, da hinten gab's schon die ersten Probleme. Da gab's die ersten Ausritte. Ihr habt's gerade gesehen. Das holen wir uns nochmal. Oh mein Gott, was war denn hier schon wieder los? Bleiben wir mal hier drauf. Hier, Bullshit United Motorsport mit verwickelt. Nein, doch, doch, doch. Da fliegen's beide ab jetzt hier. Auweia, wir gehen wieder live drauf auf die 1.
Bau, nämlich Samael oder Samedi, auf der 1, gefolgt von Weitiger. Die beiden wollen sich absetzen. Schibilibi auf der 3 hier. Dann kommt Afrofass auf der 4. Das ist die absolute Porsche-Gemeinde hier. Natürlich hat sich da auch ein M6 so ein bisschen mit reingeschossen. Nickname auf der 5, Tobias auf der 6. Phoenix Dave auf der 7. Schubania auf der 8. Auf der 9 geht Hashi durch. Und auf der 10 Knutzen. Auf der 11 Joe Coyote, Ratze auf der 12, Harvey auf der 13 und Mr. Haribo auf der 14. Leider aber keine Schäden zu verwalten. Aber hier um Platz 2. Jetzt wird hier gekämpft. Jetzt gibt's hier Saures. Jetzt wollen die Jungs was wissen hier. Jetzt gasen wir richtig an hier. Schibili hier im M6 mittendrin im Pulk. Das heißt Porsche versus BMW. Ja, das heißt also die deutsche Fraktion. Der Autohersteller hier erstmal überall vorne mit dran. Geht also mal richtig steil hier. Parabolica, die erste Mal hier genommen. Ja, aber noch fahren sie alle hier in ordentlichen Schuh. Ja, auch Schumacher kämpft sich rein. Hat aber hier jetzt schon Hashi im Rücken. Der Hashi kommt aus dem Windschatten. Jetzt setzt er sich daneben, hat die bessere Linie, kann sich vorbeibremsen. Da muss Schumann ja leider zurückstecken. Wie sieht es weiter vorne aus? Samedi kann sich leicht absetzen, aber hier hinten der M6 hat sich vorgeschoben. Weitinger greift wieder an hier. Undercut. Oder nicht? Holt er sich die Position zurück. Ja, das wird schwierig. Die bessere Bahn. Oh, da bremst er sich fast rein. Das ist richtig hartes Fighting hier. Aber alles gut gelöst. Alles soweit gut gegangen. Also man hätte schon gedacht, was ist denn hier kaputt? Guckt euch das an. Hier um P2 wird gefightet. P3, P4, P5 ist da dran. Der Tobias, das ist alles hier in einer Sekunde. Das ist unglaublich, was wir hier heute in der M1 am Anfang des Rennens geboten bekommen. Hier ist wieder mal Spaß im Vordergrund. Die Zeiten können wir noch vernachlässigen. Noch ist hier wirklich Positionskampf. Zeiten gucken wir uns später an. Ja, Afrofaz hier also auf jeden Fall dran, wie genau auch alle anderen dort hinten. Also ist schon übel, wie die hier alle miteinander umgehen. Wunderbar. Und vor allen Dingen der danach fährt, muss immer mit bremsen. Ja, der Phoenix Dave hier, also das geht hier bis Platz 8, kann man sagen, sitzen die alle hier auf jeden Fall in den Startlöchern, um sich hier die Positionen zu holen. Da kommt der Angriff hier, ihr seht es jetzt gerade. Oh, 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 oh. Aber hier muss man sich erstmal durchkämpfen. Ah, da gab es den M6 hier. Leider gab es hier ein Problem mit dem M6. Gucken wir nochmal. Da haben wir einen. Das war ein Nickname, glaube ich. Gehen wir mal drauf. Ah, da waren sie beide zusammen. Gab es da einen kleinen Stupser? Ah, das war gar nicht Nickname. So wie es aussah, war es der Teamkollege. Gehen wir wieder live hier ins Rennen. Und schon wieder wird hart gefightet hier. Oh, da gibt es ja fast einen Stillstand hier. Oh Gott! Was ist hier los? Und Schäden sind jetzt zu beklagen. Nickname vorne, hinten, der nächste Porsche, der hier ausrollt. Verdammt! Weitiger weiter unterwegs. Afrofaz ist hier immer noch auf der 2. Ja, hier, Schäden ohne Ende. Tobias, vorne, hinten. Aufhängungsschäden, alles dran. Genauso wie Frontschaden hier bei Hashi. Dann der Nickname. Auch er, Front- und Heckschaden zu befürchten. Dann gibt es erstmal bei Schumania nichts befürchtet. Aber hier wird wirklich mit der Kelle gekämpft. Also alles eng beieinander. Knutzen hier mit hinten dran, Ratze. Und auf der 10, Schibilibi. Also alle hängen sie hier hintereinander weg dran. Ne? Aber jetzt gibt es halt schon die ersten Probleme mit den Fahrzeugen aufgrund von Tuschierungen. Hüsch MC, hallöchen, willkommen bei der Playstube und beim Kabel Mike. Vielen Dank für dein Follow. Weitinger kann sich aber nicht wirklich absetzen. Afrofaz kommt da hinten ran geflogen. Also auch die beiden Porsche hier auf P1 und P2 jetzt natürlich mit Luft nach hinten fighten miteinander. Das wird interessant werden.
Ja, dann kommt Hashi auf der 3. Bulls United Motorsport. Beide Jungs hier auf 4 und 5. Knutzen pilotiert Platz 5. Alles ganz bei den Jungs. Die können sich jetzt auf ihr Rennen konzentrieren. Ratze, auch keine Schäden. Phoenix Dave, keine Schäden. Dann waren die Jungs wahrscheinlich schon teilweise drin. Schibilibi hier also auf der 8 jetzt. Harvey auf der 9. Aber hier hinten wird wieder stark um jeden Platz gefightet. Joe Coyote hinten dran hier auf der 10. Und 11. Mr. Haribo, der also hier erstmal auf 11 ist, aber knapp 5 Sekunden auf Joe Coyote, hat aber 21 Sekunden auf Nickname hier, der sich jetzt erstmal repariert hat und jetzt auf der 12 wieder rausgekommen ist. Tobias genau das gleiche hier auf der 13, jetzt auch erstmal wieder fit. Es geht weiter in der 4. von 40 Runden. Ja, Samedi leider auch betroffen gewesen, jetzt hier auf der 14 geführt. Somit Weitinger hier immer noch auf der 1, Afrofass auf der 2. Hashi, the first donkey, geht auf der 3. Aber da wird schon wieder enger, da kommen sie schon wieder ran hier. Du guckst aus der Lobby zu. Hä? Alles klar? Okay. Ah, da kommt der Angriff. Bulls United Motorsport haut hier mal in die Kelle raus. Was sagen wir dazu? Die gab es jetzt von Bulls United Motorsport hier. Ja, für Hashi. Knutzen einfach mal Schelle links, Schelle rechts vorbeigegangen. Und jetzt kommt der Teamkollege Schumania. Kommt der da auch nochmal um die Ecke? Aber jetzt kann er sich schon absetzen. Der Knutzen kann hier auf jeden Fall eine andere Pace angehen hier. Schumania muss jetzt hier gucken. Hat eine Penalty auf der Uhr, die er noch abbauen muss. Ja, Ratze hier auf der 6. Aber Ratze ist dran. Ratze kommt und ist hier drin und will jetzt hier vorbei. Ratze ist aber hier vorne dran. Möchte Platz 5 und da gibt es gleich einen Querschier. Er hat es noch gerettet. Gott sei Dank hier. Ratze konnte sein Fahrzeug, den Lexus, erstmal retten auf P6. Aber man muss hier aufpassen. Platz 7 lauert schon. Auch schon jetzt wieder unter einer Sekunde dran hier. Der Phoenix Dave, der hier also quasi P7 erstmal für sich innehat. Und jetzt geht's hier wieder rund und los geht's auf P8. Chibidibi, der hier mit seinem M6 auf der 8 ist, genauso wie Harvey hier auf der 9 ist. So, Joey Coyote. Alter. Ich muss mal Schluck trinken, glaube ich. Und dann geht es hier also weiter. Und die Jungs gehen. Jetzt geht natürlich Weitinger, ist in der Box verschwunden. Und weiter geht's mit Knutzen. Wo sind sie? Alle gehen sie in die Box. Bulls United. Jetzt gehen sie rein, die Jungs. Jetzt werden sie abgefrühstückt. Und jetzt gucken wir doch mal, was oder wer hier, ob Weitinger, der jetzt auf der 5 geführt wird, ob er als erstes wieder rausgeht von den Jungs. Aber übernehmen werden jetzt natürlich die anderen Jungs erstmal, die jetzt in der Box waren aufgrund, sag ich mal, verschiedener technischer Probleme. So, Afrofass jetzt hier, ja, wird auch gleich kommen müssen, will also noch eine Runde draußen bleiben. Genauso wie Hashi, the First Donkey, der ebenfalls mit dem Frontschaden hier unterwegs ist. Scheint ihm aber nicht so sehr zu beeinflussen. Ja, Schibilibi war ja hier, wie gesagt, auch noch draußen. Der M6, der versucht auch noch alles hier, um das Ding hier rauszuholen. Und Weitinger kommt auf Platz 4. Wieder auf die Strecke. Knutzen geht auf die 5. Bulls United Motorsport Knutzen auf der 5. Schumania 6. Da müssen wir mal abwarten. Die Jungs da vorne müssen ja alle noch in die Box kommen. Da hat also dann anscheinend Bulls United Motorsport ein paar Plätze gut gemacht, glaube ich sogar. Sollen wir uns mal angucken, wo die dann wirklich landen. Tobias, Ratze jetzt auf der 8 hier. Waren in der Box genauso. Und jetzt geht es wieder hier Vollkanne an. Gasen hier sozusagen. So, Nickname auf der 9. Wochi, Wochi, beruhig dich. Das musst du jetzt hier in dem Stream nicht austragen, im Stream-Chat. Macht das bei euch dann nachher unter Discord aus. Das muss man ja hier nicht diskutieren, bitte. So, Afrofass geht hier an die Box. Wie gesagt, die ersten gehen rein. Das müsste eigentlich P4 Weitinger wieder übernehmen. Bleiben wir mal drauf hier.
Ja, Samidi hatte auch ein Problem. Vorhin gab es da eine Kollision und somit hat sie ihn auf den letzten Platz gespürt. Mal sehen, wo er denn jetzt rauskommt, wenn die ganzen Jungs mit ihren Boxenstops durch sind. Knutzen hat es also geschafft hier. Ja, ne, hat er noch nicht. Afrofass ist wieder vorbeigekommen. Das hätte ja auch was gegeben. Aber das wird eng, das wird sehr eng hier. Knutzen hat es geschafft. Bulls United Motorsport übernimmt P2 hier. P2 übernommen und Afrofass wird sich wahrscheinlich sagen: Was ist denn jetzt wieder? Wo sind die hin? Keine Ahnung, Sir. Anscheinend haben die Hyperkraft in dem Ding. Und womit fliegen wir etwa mit Stadtgas? Genau so sieht's aus. Also Bulls United Motorsport Knutzen jetzt hier auf die 2 gerutscht, auf der 3 Afrofass, der auf der 2 war. Und auf der 4 geht's mit Bulls United Motorsport Schumania weiter hier. So, Schumania auf der 4. Auf der 5 geht's mit Tobias weiter. Ja, jetzt gucken wir mal, jetzt wird sich so ein bisschen das ganze Feld so richten, aber das sehen wir gerade. Ratze kriegt Druck, Drall und Geschwindigkeit von Nickname hier im M6. Ja, das habe ich mir gleich gedacht. Jetzt kann ich hier wieder nicht mehr rumschalten. So, gehen wir da rein. Hä? Ich jetzt. Ach so, ich habe schon gedacht, wo ist der Lexus hin? Da kommt schon der Angriff vom M6. Da geht er mal ganz geschmeidig vorbei hier. Und somit neuer sechstplatzierter Nickname und Ratze auf der 7. Na also Ratze, streng dich an hier. Da muss noch was gehen. Aber da kommt das ganze Völkchen hinten dran. Nämlich Harvey mit seinem Mercedes AMG hier jetzt auch an Ratze dran. Och, ich wollte gerade Schnappatmung. Dann nimm ein Bier. Und dann nimm doch mal ein Bierchen hier heute. So, aber hier hinten geht es auch also wirklich qualitativ hochwertig ab hier. Ja, Dave auf der 10, aber da sind kaum Abstände. Ja, muss man schon sagen, da kann ganz viel noch passieren. Hashi jetzt auf der 11 gelistet. Joe Coyote auf der 12. Haribo macht die 13 unsicher. Und Samedi jetzt hier an Haribo gleich dran hier. Haribo will also hier den P13 erstmal verteidigen, aber da kommt vielleicht Samedi, der ihn den Platz streitig machen könnte. Müssen wir auf jeden Fall auf dem Schirm haben hier. Das heißt also, Samedi hier kommt immer näher ran. Warte mal, weiß gar nicht, wo man hier zuerst in die Grüppchen schalten soll. Oh, da ging er hart über die Curbs hier, der Samedi. Also der ist sauer, der hat hier Druck. Den muss er abbauen. Samedi von den Speedbots ist hier wirklich unter Druck gerade. Versucht alles, um hier weiter nach vorne zu kommen. P1, Anweitiger, kann hier sich ordentlich absetzen. 3,2 Sekunden. Knutzen ist hier, wie gesagt, auf der 2 von Bulls United Motorsport. Afrofass auf der 3. Schumania musste ein bisschen abfallen lassen. Kriegt jetzt nämlich Druck, nämlich von Tobias. Und deswegen kann er da vorne die Pace nicht mehr ganz so mitgehen, weil einfach jetzt der Druck von hinten kommt. Und somit muss er aufpassen, dass er den Jungen hinter sich behält. Jetzt kommt der Angriff hier von Tobias. Zeigt sich, reicht noch nicht. Schumania, Wetterkampflinie, macht dazu. Oh, das wird eng. Die bessere Linie hat Tobias gerade. Kann er sich vorbeibremsen? Ja, sauber. Auf jeden Fall haben sie sich hier beide Luft gelassen. Schumania und Tobias. Ganz sauberes Manöver. Chapeau dafür. Jetzt muss der Konter kommen. Schumania, kommt der Konter. Aber Schumania gibt nicht auf, so wie wir sehen können. Schumania gibt nicht auf. Er bremst sich wieder ran, reicht aber momentan nicht aus. Aber was ist hier auf der 6 passiert? Da geht's heiß her. M6 gegen Lexus Ratze. Und hier seht ihr Harvey. Jetzt geht's hier gleich mal im Viererpult durch. Ist die Straße denn breit genug hier für euch? Meine Herren, wieder ein Viererpult, was hier sich wieder gewaschen hat. Ah, Nickname auf der 6 hier. Ratze 7, Harvey 8 und Schibidibi hier auf der 9. Ja,
Ja, Gorri Borri wird irre. Der wird jetzt gleich die Schnäpse, sag mal, nicht trinken, sondern die Flasche aufbeißen. Schmeckt gut. Ja, weil er hier schon wieder einen Schock nach dem anderen bekommt. Aber hier, Ratte auf der 7 versucht auf jeden Fall alles hier, um den Anschluss an Nickname nicht zu verlieren. Ja, genau, solche sehe ich auch so. Herzklappen flimmern heute bei Kochi Wochi. Der wird morgen die Sau rauslassen bei sich im Stream. Der muss sich abreagieren. Aber dann kommt der Angriff, Ratze. Ratze macht den Druck und geht gegen den M6 vorbei. Kommt der Konter? Nein, das reicht nicht aus. Ratze P6 jetzt hier. Über. Ach du nein, ach du meine Gäste. Ja, da weiß ich, was Kochi Wochi macht. Einmal komplett durch die Vierergruppe durchgereicht. Das heißt, jetzt wieder Ratze auf der 9. Einfach zu spät auf der Bremse. Auto schiebt über die Vorderräder. Und somit geht es jetzt erstmal auf die 9. Genau, Pulle Wodka in Trafinöschen. Ja, da gibt's noch, aber da gibt's die nächsten Dreher. Meine Herren, der M6 hier. Boah, meine Herren, oh, da ist er weggeflogen. Aber auch der Mercedes. Der AMG, gucken wir noch mal kurz in die Replay, was war da genau los? Ach, schade, schade, schade. Mein Gott, so schnell kann es gehen. Die Jungs fighten hart, aber da geht die Strecke aus. Da gibt es dann kurze Berührungen, aber dann passiert das. Also Ratze jetzt wieder auf die 7. Auf der 8 geht hier also Dave durch. Hashi auf der 9, auch mit einer Penalty hier. Belastet auf der 10. Da ist unser M6 wieder mit der 31 Nickname, der hier jetzt sich wieder rankämpfen muss. Dafür hat er noch 30 Runden Zeit. 30 Runden kann er hier noch Druck ausüben. Harvey auf der 11 jetzt hier. Und auf der 12 Joel Coyote. Kommt aber jetzt auch langsam ran hier vorne an das Pult. Mr. Haribo kriegt jetzt Druck von Samedi. Samedi möchte vorbei. Jetzt hat er die Möglichkeit auf der Start- und Zielgeraden. Gucken wir doch einfach mal rein, ob das was wird hier. Windschatten könnte ausreichen für Samedi. Jetzt kommt da, jetzt geht's los. Jetzt hauen wir hier durch. Ah, bremst er sich vorbei? Nein, guckt euch das an hier. Der Haribo ist mit seinem Lexus besser auf der Bremse. Einfach mal eiskalt absolviert. Man sagt dazu auch, hoch Gottchen. Oh mein Gott. Nutzen auf der Eis, was ist denn hier passiert? Meine Herren, das kann doch nicht sein. Laufen klatscht es hier. Knutzen übernimmt hier P1. Aber Afrofass hängt da hinten dran hier. Neue Pilotierung. Knutzen auf der 1, Afrofass auf der 2. Ja, das weiß ich, Eddie, aber ich will gar nicht so lange, weil es ist hier einfach zu viel los. Aber vielen Dank für den Hinweis. Zu lange will ich es dann auch nicht machen. Es war ja zu sehen. Ist ja nicht so, dass es nicht zu sehen war. Aber die beiden hier, die schenken sich gar nichts hier. Jetzt kommt hier Bulls United Motorsport Knutzen und haut hier mal sich ein ordentliches Battle mit Afrofass aus hier. Und auf der 3, wie sieht es da aus? Tobias hier im Mercedes AMG und Schumacher leider hier auf der 4 jetzt. Aber hier hinten im Mittelfeld die Speedbot als erster, Weitinger hier auf der 5, Ratze jetzt schon wieder auf der 6. Mann, der Junge, der hat echt Druck hier von Kochi Wochi. Der scheint mal so richtig die Peitsche gekriegt zu haben. Phoenix Dave hier auf der 7, Hashi 8er, Harvey auf der 9. Also hier wird es auch wieder eng, aber wir schalten vorne. Ah, da kann er sich jetzt... Oh, da ist es schon wieder passiert. Ich glaube es nicht. Da, in der Schikane. Hat es geknallt. Da ist er vorbeigegangen. Das heißt also, Afrofass in der Schikane vorbei an Knutzen. Bulls United Motorsport jetzt wieder auf der 2, meine Damen und Herren. Meine Herren, so schnell kann es gehen hier. Oh, also, jetzt muss hier also Knutzen sich wieder sammeln, drücken. Und los geht's hier für Bulls United. Da muss er ran, weil da hinten kommt Tobias. Tobias macht hier wieder gleich Druck. Ah, Bori Bori schreibt, also Ratze, lass fliegen. Also P6 hat er jetzt wieder inne.
Ja, leider war es eine schwere Geburt, um auf P6 zu kommen. Aber jetzt sieht es erstmal nicht gut aus, aber vielleicht ein bisschen. Noch haben wir ja einiges an Runden zu gehen hier in der NSL AM Klasse 1. Ja, da gab es am Anfang des Rennens ein kleines Techtelmechtel. Aber er arbeitet sich so langsam vor, wie ihr sehen könnt. Schibidibi ist hier schon vorbei jetzt. Mr. Haribo muss hier leider einstecken. Und die Haribos haben nicht gereicht, um ihn daran zu hindern, hier vorbeizugehen. Aber kommt der Konter auf der Start- und Zielgeraden? Oder sogar schon vor der Parabolika? Ah, nee, da macht er zu hier, wird Kampflinie gefahren. Jetzt hat er vielleicht nochmal die Möglichkeit, wenn er dranbleiben kann, wenn der Windschatten reicht, aber es sieht schon mächtig weit aus. Ah, mal gucken, ob es was wird hier. Guck mal, er geht schon rüber. Schibidi macht hier schon zu. Der Junge will den Platz nicht mehr hergeben. Ja, da kann er nicht viel machen. Das geht nur über außen und das wird nichts. Das wird nichts und somit Schibidibi hier auf der 11 jetzt weiter unterwegs. Afro Fass jetzt hier schon mit 1,7 Sekunden weg. Der scheint eine ordentliche PSG zu können. Knutsch kann da anscheinend momentan nicht gegenhalten. Ja, das Material ist auch ein bisschen schlechter bei Knutsen gerade. Das heißt also Knutsen P2, aber Tobias hier hinten möchte hier mitspielen. Er will P14. Naja, wo kriegst du P14? Da hast du das. Baron Samedi, den hatte ich ja gerade. Ne, Baron Samedi hatte ich nicht. Entschuldigung. Ja, Samedi war so ein Fall. Genau, ja. Da hast du ihn von den Speedboards. Da ist er und er fährt hier seine Pace. Hat aber 27 Sekunden hier auf Weitinger. Das heißt also von den Zeiten her wird jetzt gerade hier, ihr seht es, der Tobias mit einer 1,41,658 aufgrund des Windschattens kann der hier also ordentlich gehen. Ja, sonst schön kurz auf K, alles klar. Wir gucken trotzdem, Afrofass hier, immer noch auf der 1, 2,1 Sekunden auf Nutzen. Was ist denn hier mit Bulls United Motorsport los? Exhaust Racing, hallöchen, willkommen bei der P-Stube, vielen Dank für dein Folge. Ah, da kommt der Angriff, Tobias daneben. Wow. Da hat er sich aber nochmal hier, sag ich mal, gesagt, okay, wir warten, das war nicht so richtig, war auch die falsche Stelle, hätte er noch ein bisschen warten sollen, noch eine Runde und hätten sich dann auf der Geraden krallen sollen. Ah, das war schwierig, aber ihr habt es gerade gesehen, Knutsen unter Druck, Knutsen in Problemen. Knutsen kriegt Probleme hier. Ah, nichts, ich schreibe nichts verschenken, aber so kennen wir nichts hoch. Nichts verschenken, mach hier, Klach, mach das denn hier, ja, jetzt komm. Genauso ist nichts drauf. Verbissen, wenn es hier um Rennen geht. Ja, aber immer noch mit der nötigen Fairness an Bord. Aber das war jetzt, wie gesagt, alles fair. Das war jetzt nichts irgendwie der mit Brechstange oder sonst was. Weil Tobias hat ja dann zurückgezogen. Alles gut gegangen. Somit also jetzt immer noch der Platzkampf um P2 zwischen Tobias und Knutsen. Ja, also wir müssen abwarten, was da noch kommt. Ja, die Grüppchenbildung ist da. Ich schalte gleich wieder hinter. Ich möchte jetzt bloß nochmal hier die Geraden schnell abwarten. Hier wird es nicht passieren. Aber nach der Parabolika könnte es sein, dass Tobias nochmal einen Angriff versucht. Nein, da geht es in die Box für Knutsen. Leider, Tobias übernimmt also ohne. Aber hier, was ist hier mit Schubania? Was ist denn mit dem jetzt nicht in Ordnung? Ratze ist auf die 4. Oha, durch Boxstopp befeuert. Jetzt hier Ratze auf der 4 und gegen Schubania vom Bulls United Motorsport. Ja, der eine geht in die Box von Bulls United Motorsport, übernimmt der andere, damit der Kabel hier was zu tun hat. Schmeckt hier noch zurück, der Ratze auf der 4 jetzt hier. Also auch Ratze kann hier unter Umständen, also ich will nicht wissen, was da ist, wenn der nicht diesen Ausritt hätte, wenn da nicht die Probleme vorhin gewesen wären, wo der jetzt wäre. Oh, jetzt aber hier Schumania muss ihn ja so ein bisschen aufhalten. Na, der da vorne ist wichtig. Was ist mit Tobias und Afrofass? Also Afrofass ist weg, aber Tobias, ist er noch in Schlagdistanz über die Boxenstrategie oder nicht? Also Ratze ist jetzt auf der 4 hier und Harvey auf der 5.
Aber hier hinten geht's schon wieder los. M6 gegen Mercedes. Hashi, The First Donkey und Nickname. Und dann kommt der nächste von The First Donkey. Das heißt also hier, Dave macht hier gleich auch noch mit im Pulk und möchte hier sagen, also wenn, dann möchte ich hier mitmischen und nicht andersrum. Wobei er noch ein Momentchen hat. Aber hier wird es gleich wieder zum Positionskampf kommen. So ist der momentane Stand hier. Ja, also das mit Ratze hier, das hat er ein bisschen abgebaut. Obwohl Schumania das schlechtere Setup momentan hat. Also mehr Verschleiß gerade schon. Aber es scheint hier für Ratze momentan erstmal, so sage ich mal, vielleicht ein bisschen Ausruhphase. Vielleicht jetzt über eine andere Taktik so ein bisschen stören, ein bisschen Druck machen, aber noch nicht vorbei wollen, um ihn einen Fehler zu zwingen. Jetzt Tobias an der Box. Humania übernimmt erstmal für eine gewisse Zeit hier P2 und Ratze P3. Avi, Hashi, Phoenix, Dave. Also müssen wir mal gucken, wo der Rest wieder rauskommt hier. Jetzt geht der vorbei. Ratze vorbeigegangen, aber wie er vorbeigegangen ist, fast so ein Dreher hier. Fast hätte er es wieder versaut, aber er hat es erstmal gebracht. Kann Schumania vom Bulls United Motorsport sich das Ding hier zurückholen in der Folge der Runde? Er ist dran, er könnte eventuell hier nochmal zurückkommen. Ratze jetzt also eine Position gut gemacht, aber jetzt sind sie gleich auf hier. Ratze geht hier nach innen und nimmt erstmal Schumania die Luft zum Atmen. Also hier ging es bis eben richtig heftig ab. Also unglaublich, was hier gerade geboten wird. Aber sicherlich auch in AM1, AM2 und 3 ist das ähnlich. Das muss man einfach so sagen. Aber hier Schumania versucht alles. Ja, und wir gucken mal, wie es jetzt im hinteren Feld durch die Boxenstops aussieht. Und da haben wir Harvey auf der 4. Hat momentan nicht direkt Kontakt, aber der Hashi von The First Donkey kommt da. Genauso der Teamkollege Dave. Die sind ja, wie gesagt, auch relativ beide immer im Pulk unterwegs. Schipidibi ist hier auf der 7 jetzt im M6 unterwegs. Joel Coyote auf der 8 hier. Aber auch kein direkter Zweikampf. Afofas geht an die Box, aber er wird garantiert dann wieder da rauskommen. So, auf der 9. Mr. Haribo kann sich hier also festsetzen. Erstmal auf der 9, auf der 10. Tobias wieder rausgekommen. Ja, Bulls United Motorsport knutzen auf der 11, aber das wird sich gleich wieder zurückentwickeln, wenn die anderen Jungs in die Box gehen. Weitinger auf der 12, Nickname 13 und Samedi auf der 14. Bisher, wie gesagt, für Samedi ganz schlecht am Anfang gewesen. Das heißt also, hier müssen wir leider damit rechnen, dass es wohl eher nach hinten geht als nach vorne. Aber das Rennen ist ja noch lang. Schumana jetzt an die Box gegangen. Ratzi übernimmt P1. Kochiwochi nimmt sich jetzt gleich zwei Flaschen intravenös vor. Aber er weiß, er muss noch in die Box. Das heißt also, das wird nur ein kurzer Ausflug. Das wird er wahrscheinlich gleich hier einen Clip machen, damit sein... Ratze ist hier erst da. Das muss ich gleich mal einen Clip machen. Da muss ich mir was basteln. Jawohl. Also Ratze jetzt P1. Ja. Aber Ratze übernimmt die Führung erstmal. Harvey auf der 2. Fürst Donkey hier auf der 3. Phoenix Dave auf der 4. Ach, und dann ungefähr eine halbe Sekunde dahinter der erste M6. Nämlich von Schiblibi. Ja. Genau, jawohl, der Trailer morgen wird fliegen. Ja, hätte ich mir schon gedacht. Wunderbar. Ja, aber wir haben jetzt erstmal so ein bisschen Ruhe drin, können uns jetzt auch gleich mal so ein bisschen genauer auf die Fahrzeuge so ein bisschen einschießen, gucken mal, wie so die Linien sind. Aber jetzt lassen wir erstmal abwarten, dass wir so ein bisschen Luft reinbekommen. Natürlich müssen wir keine Luft haben, dann lassen wir das Ganze. Aber es sieht jetzt erstmal so aus, als ob sie sich jetzt erstmal finden. Aber überlegt mal, das sind so circa 15 Runden, sind die gefahren schon. Und die finden sich erst jetzt so ein bisschen in die Position ein. Ratze jetzt in der Box verschwunden, kommt jetzt rein. Die Jungs sind schon halb betrunken, weil sie es gar nicht begreifen können, wo der gerade war. Aber es funktioniert halt. Ne? Und jetzt nimmt Dave und Schibeli hier also den Kampf wieder auf. Aber die müssen auch nochmal kommen. Joe Coyote auf der 4. Haribo macht jetzt Platz 5. Hier unsicher aufgrund der Boxenstopps. Afrofas ist auf der 6 wieder rausgekommen. Das wird aber sich gleich wieder hier
relativieren und dann gehen die Jungs wieder nach vorne. Aber Tobias hängt jetzt hinten dran, hat natürlich einen Vorteil. Warum? Wenn der an Afro fast dran bleibt, kann er sich unter Umständen zeitentechnisch hier, windschattentechnisch, sich wieder etwas weiter vorschieben. Und somit gibt es hier unter Umständen für ihn dann wieder eine bessere Platzierung nachher. Aber das können wir erst sagen, wenn es passiert ist oder wenn das Rennen vorbei ist, wenn wir wissen, wie wirklich die Platzierungen hier dann sind. Aber jetzt kommt schon der Angriff. Guckt euch das an hier. Afrofass jetzt hier von Tobias erstmal. Hupp. Nee. Ich fahre jetzt mal vor. Also, das ist für Afrofass natürlich ein bisschen schwierig jetzt, wenn jetzt Tobias nicht so eine so schnell sein kann. Ja, dann verliert er Zeit. Ist einfach so. Dann verliert er Zeit. Ah, jetzt Geilke auch wieder. Jetzt hat er sich geholt, ist aber außen. Da muss er zurückstecken. Das wird nicht funktionieren. Oh, zu zweit geht das nicht. Ah, Ascari, das geht nicht. Das geht einfach so nicht. Also da müsst ihr euch dann schon zurücknehmen. Nutzt die Geraden aus. Nutzt Windschattenschlachten hier auf Monza definitiv. Alles andere ist... ja, einfach nur frech oder verrückt. So sieht es aus. Jawohl, Cory. So, jetzt für den einen, der heute am Stream gefragt, jetzt Schiebelibi, jetzt ist er mal vorne. Jetzt hat er P1 übernommen. Und für Stonke, Phoenix Dave ist dahinter. M6 gegen Mercedes. Ja, danke, Cory. So, also die beiden, die möchten es jetzt auch gerne wissen. Wer ist Männlein, Weiblein, wissen wir nicht ganz genau, aber Manndeckung ist definitiv da. Die Manndeckung ist jetzt aber leider gerade abgerissen, da war wohl ein Schnellschuss. Ja, Tiffus Doki macht das schon hier, also der Dave, aber jetzt wird der Abstand etwas größer. So, Coyote hier auf der 3. Haribo immer noch auf der 4. Der Lexus brummt und versucht jetzt hier Boden gut zu machen. Auf der 5 geht Tobias durch. Ja, Afrofass hat also einen Platz verloren, kann aber auch gerade nicht mitgehen. Aber jetzt hast du Verkehr hier und das spielt jetzt nicht Afrofass in den Karten, sondern den Zweitplatzierten. Wenn die nämlich dann alle kommen und sich das dann wieder relativiert, ist das unter Umständen doch wieder ganz interessant. Wir haben jetzt gleich Halbzeit, 20. Runde haben wir gleich. Das bedeutet, das wird dann schon interessanter. Wieso kriege ich hier eine Schelle von Sonche? Was ist mit dir? Komm mal. Haribo, verteilt wieder die Gummibärchen. Die Gummibärchen wollen aber vorne bleiben. Und wenn ich Gummibärchen nehme, dann nehme ich nur die Haribo Goldbären, ja? Also, Mr. Haribo, wenn, dann jetzt nicht mehr. Jetzt haut er schon ab. Er will sie also holen, die Haribos. Die müssen gleich kommen. So, auf der 11 gucken wir mal nach. Was macht Havi und Hashi? Der First Donkey hier auf der 12. Leider noch hier ein bisschen Luft. Aber Samini jetzt auf der 13 gegangen. Nickname auf der 14. Aber noch warten wir die ganzen Boxenstopper. Haribo jetzt, wie gesagt, in der Box. Schiblibi ist hier, wie gesagt, auf der 1 jetzt gelistet. The First Donkey Dave hier auf der 2. Bitte mal P8 willst du sehen, kriegst du geliefert, nämlich Ratze. Ratze jetzt auf der 8. Ja, ist Boxenstopp bereinigt, weil der eine oder andere denkt, warum, der war doch gerade erst da. Boxenstopp bereinigt, das geht nochmal nach vorne für ihn, wenn die anderen durch die Box durch sind. Also hier der Ratze jetzt momentan nach dem Boxenstopp wieder auf der 8, aber das bleibt dabei definitiv nicht. So sieht es erstmal aus und jetzt geht's mal auf Knutzen, auf P6 hier. Bulls United Motorsport pilotiert also die 6, ja, hat noch 6 Sekunden zu Afrofass, der hier also 6 Sekunden entfernt ist und Weitinger ist 2,8 Sekunden hier entfernt von der ganzen Geschichte. Ja, also ja, hier ist relativ ruhig jetzt um P1. Die beiden kommen aber definitiv demnächst. Ja, ein bisschen haben sie noch Zeit, aber irgendwann werden sie auftauchen. Tobias auf der 3, du Coyote auf der 4. Ja, wenn der andere fragt, warum haben die so unterschiedliche
ja, Füllstände oder Reifenabnutzungsgrade. Es gab am Anfang ein paar Rangeleien und da wurde der ein oder andere auch etwas beschädigt. Die mussten also dann unplanmäßig in die Box gehen und somit haben wir da nicht immer, sage ich mal, so identische Sachen. Aber manche haben ja auch ganz andere Boxstrategien. Das muss ja nicht immer heißen, dass die relativ gleich kommen. Ja, aber es macht natürlich bei dem Know-how bei der NSL schon fast Sinn, da immer fast identisch zu kommen, maximal ein, zwei Runden später. Aber manche machen es auch ganz anders. Knutzen, wie gesagt, 6, Weitinger 7, Achratze auf der 8. Ja, und mal gucken, wie es dann für ihn weitergeht. Noch haben wir 19 Runden zu gehen hier am Freitag in der AM1 der NSL. Schumania pilotiert P9. Abi auf der 10 und Hashi geht auf der 11. Aber da ist es jetzt erstmal relativ ruhig. Mr. Haribo auf der 12 wieder rausgenommen. Damedi hat noch 17 Sekunden auf Mr. Haribo. Und Nickname jetzt 6,9 Sekunden im M6 auf P14. Entwan schreibt 2 oder 3 Stops. Ja, das ist durchaus sicherlich das Kriterium. Das muss man halt dann sehen, was den Jungs am besten liegt, wie sie sich am besten das Ganze getestet haben. Aber wir werden es ja sehen. Ja, also die zweiten Boxenstopps sind durch. Ja, und die ersten beiden können noch ein paar Runden gehen. Wobei Schiebelibi wird bald reinkommen müssen. Das heißt also, Führungskilometer sammeln ja, aber es wird nicht dabei bleiben. Da kann der Dave von The First Donkey definitiv noch etwas draußen bleiben, Tobias. Ja, also Tobias kommt immer wieder irgendwie, taucht hier auf und ist sehr schnell. Ja, da ich ja nun nicht immer bei der AM1 da bin, ist es ja für mich jetzt so, dass ich dann auch immer letztendlich erstmal gucken muss, wer, wo, wie. Und der Tobias scheint so doch relativ flott unterwegs zu sein, hat ein bisschen Pech bisher, aber er scheint sich doch dann wieder versuchen, jetzt nach vorne zu ruppen. Ja, Manni schreibt AMG Oberpower. Ja, ich schmeiß euch das mal zu hier. Afrofass auf der 4. Ja, aber so haben wir erstmal nicht viele Abstände. Wobei, was ist da los? Wartet mal kurz, was geht hier ab? Hier haben wir doch schon wieder was. Guckt euch das an. Ja, Mercedes gegen versus Porsche. Und Porsche hängt hinten dran, nämlich. Was ist Bulls United Motorsport Schumania? Und die beiden Mercedes hier, ihr seht Hashi und Harvey. Ashi, Harvey, The First Donkey, was macht er? Zieht er hier vorbei, aber was für eine kalte Schnauze. Ja, hat er einfach mal eine Schelle verteilt hier. Somit Hashi auf 9. Und was macht Schumania? Was macht Schumania? Kann er jetzt sich Harvey schnappen? Der noch, wie gesagt, vor ihm ist. Einmal noch einfach mal kurz im Cockpit. Der Krabbel macht sich mal wieder an. Ah. Ja, da verliert er dann deutlich schon mal hier in der Ascari. Also da ist es dann... Ja, wenn du da nicht die perfekte Linie triffst, dass du voll auf dem Gas bleiben kannst, ist das echt... Wenn die anderen das besser machen, dann denkst du echt... wie war der Spruch? Genau, da gab es so einen Spruch, war? Sonnchen? Da denkt man so. Was ist denn jetzt wieder? Wo sind wir hin? Keine Ahnung, Sir. Anscheinend haben die Hyperkraft in dem Ding. Und womit fliegen wir etwa mit Stadtgas? Das könnt ihr mir glauben, das passt. Der ein oder andere denkt sich das wirklich. So sieht's einfach mal aus. So, Samedi immer noch auf der 13. Nickname auf der 14. Vorne immer noch Schieblibi. Ja, Manni macht schon Herzens hier. Jawohl. Ja, also Schumania, der Rudi, der fährt hier ein ordentliches Rennen. Also ich kenne ihn ja auch wie die meisten von euch von Anfang an. Und ich weiß, wie er vorher drauf war. Da war ich doch mal schneller gewesen. Und dann, ich sehe keine Sonne mehr. Knutzen genauso auf der 6. Jetzt kommt der hier mitten im Pulk. Der soll sich auch sagen. Ja, jetzt geht es los hier. Jetzt kommt die von hinten angeflogen. Und jetzt muss Knutzen sich gegen Weitinger und Ratze wehren. Genau, Sonnchen. Ja, vollkommen richtig. Also, wie gesagt, der Romania alias Rudi, ja, also... Oh,
schön, da gab's eine Bratwurst. Da gab's die Bratwurst, aber Weitinger konnte sich retten. Aber weiter geht's hier mit Ratze. Was kann Ratze daraus machen? Ratze frisst die Porsche. Kochi Worry meint das eigentlich so, dass der Lexus einfach mal mit seinem großen V8 vorne mal einfach die Kühlerschalousie aufmacht und die ganzen einsaugt und hinten dann in Einzelteile wieder rausstößt. Aber hier die drei schön im Dreikampf. Ah, Cory Worry, nicht zu voreilig. Der Ratze muss sie vorbereiten. Ja. Aber jetzt geht's hier erstmal um Knutzen und Weitinger. Die Speedbots sind da. Ist aber außen, da kann er nichts machen. Ihr seht schon, Knutzen fährt absolute Kampflinie und ganz hart über den Kopf. Oh, da dreht sie ihm fast raus, den Weitinger. Also recht leicht auf der Hinterachse. Und das Ratze jetzt, der Nutznießer hier. Diese Rennen sind schon jede Woche, wenn Liga-Betrieb ist. Aber dann würde ich dich bitten, auf den Discord-Channel der NSL zu springen. Es gibt einige Ligen, ja, aber die sind also so gefragt, da kannst du dich anmelden. Das heißt aber nicht, dass man dir gleich einen Platz geben kann. Diese Rennen sind entweder, also in der AM sind sie, ja, entweder Freitag oder Sonnabend. Also es wird gefahren Freitags und Sonnabend hier bei der NSL und ab 22 Uhr. Deswegen ja NSL, Nightshift. Oh, jetzt geht es hier ab. Jetzt kommt da. Jetzt kommt der Weitinger mit den Speedbots. Jetzt geht's hier vorbei. Und macht Ratze gleich noch mit hier. Macht er gleich noch einen Frechen und zeigt einen Dicken. Jawohl, das geht, das geht. Und das geht noch. Oh, jetzt aber hier holt schon deine Motorsport unter Druck. Jetzt nimmt er gleich wieder den Windschatten mit. Was sagst du? Wie heißt der? Tiger. Soll Tiger heißen, okay. Okay, Tiger. Oh, jetzt geht's hier wieder ab. Jetzt kommt Ratze. So, ein Platz konnte er sich jetzt erstmal wieder erkämpfen. Holst du deinen Motorsport jetzt an Tiger dran? Oh mein Gott, ich schalte jetzt trotzdem gleich mal noch mal durchs Feld. Die anderen wollen auch gesehen werden. Wie sieht's vorne aus? Tobias ist jetzt auf der 1 hier. Und Afrofass auf der 2. Und hier hinten, wie gesagt, um Platz 3 wird hart gefightet. Knutzen jetzt wieder unter Druck von Ratze. Aber da hinten, ihr seht's, 4,2 Sekunden kommt schon wieder Haschi von The First Donkeys. Die kommen auch ran. Das heißt also, hier wird's gleich wieder losgehen. Harvey auf der 7, Schumania auf der 8 hier. Auf der 9, Chibilibi. Und 10. pilotiert der Dave von The First Donkey. Auf 11 kommt Mr. Haribo. Und Joe Coyote auf der 12. Damaedi auf der 13. Und Nickname immer noch auf der 14. Wir springen hier wieder ins Getümmel, weil Bulls United Motorsport greift wieder an hier. Vorne ist erstmal soweit alles klar. Aber Afrofass wird P1 wahrscheinlich wieder bekommen. Mal gucken. Jetzt sind Bulls United Motorsport vorbeigegangen. Ja, der Tiger jetzt in die Box gegangen. Also, sagen wir mal so, er hat es dann sein lassen, weil er eh in die Box musste. So, mit jetzt Knutzen erstmal pilotiert der Platz 3. Ratze auf der 4. Oh. Ganz eng hier. Da hat er jetzt ein bisschen mit seinem Hinterteil gewedelt, nach dem Motto, meinst du schöner oder wie oder was? Auf jeden Fall sah das Fass aus, aber da kommt Ratze. Der lässt sich nicht beirren. Der sagt sich, nee, 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 jetzt komme ich. Jetzt greife ich in mir und gehe jetzt erstmal vorbei. Somit hier Platztausch für Knutzen auf 4, Ratze auf der 3. Somit jetzt Knutzen. Erstmal wieder in dem Status P4. So.
sehr schön anzusehen, was wir hier gerade geboten bekommen. Und wir haben schon die 26. Runde und erleben hier immer noch ein schönes Fest hier. So mag das der Krabbel. So, wir schalten trotzdem mal und gucken mal durchs Feld mal durch. Also wir gucken mal hier, wo haben wir denn Schumania? Schumania jetzt noch auf der 7. Nee, der hat den Platz gut gemacht. War nicht Schibilibi vor ihm? Bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, ah, da hat er eine Penalty. Oh, 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 da kommt der M6 jetzt aus dem Windschatten raus. Aber er muss auch die Penalty abbauen. Oh Mann, das wird ihn ärgern hier. Da geht er jetzt natürlich vorbei. Aber eigentlich will er nicht. Aber immer noch den Windschatten greift er nochmal an hier. Schibilibi. Ah, geht nach innen. Reicht das aus? Reicht das aus? Jawohl, es reicht aus. Wieder hier sauber gelöst hier von Schumania. Also ohne Probleme. Dann muss man halt einfach sagen, okay, dann schnappe ich ihn mir wieder. Versuch dran zu bleiben und zieh dann nochmal durch. So, jetzt der Haribo. 5,8 Sekunden auf Schumania. Kriegt aber hier leichten Druck. Ihr seht es von Dave, the First Donkey. Aber noch ist er nicht dran hier. Noch ist das Spiel nicht aus hier. Ah, der M6 von Schibili kann jetzt wegziehen. Ihr seht es, 1,2 Sekunden auf Schumania. Ah, Harvey erstmal hier ohne Probleme auf der 6. Hashi hier von The First Donkey auf der 5. Auch keine wirklichen Kontakte im Moment. Aber das sind keine Zeiten, die dazwischen liegen. 1,4 Sekunden nach vorne, 2,8 nach hinten. Knutzen immer noch auf der 4. Ratze geht hier. Also, ey, was ist denn mit dem? Was haben sie denn dem Tank gekippt? Ja, also 2,3 Sekunden hier rausgefahren in den letzten zwei Runden auf Knutzen. Das ist schon übel. Das ist schon übel. Aber was macht der Tobias da vorne? Wird das hier noch ein Ding für sich hier? Aber Afrofass müsste eigentlich eins wieder übernehmen, sobald Tobias kommen muss. Wir gucken uns mal an, wie es da aussieht. Ja, also hier, er muss in der nächsten Runde kommen und dann wird auf definitiv kommen raus hier Afrofass übernehmen. Knutzen jetzt in die Box gegangen. Hallo Daniel, willkommen bei der Playstube, willkommen beim Krabbel Mike, vielen Dank für dein Follow. Manni sagt, was ist mit dir nicht in Ordnung? Was fahrt ihr denn in der AM2? Wo liegt denn jetzt die Bestzeit? Wo Bestzeit bei uns? Bei 1,41,575. Kannst du da mitgehen? Manni? So, jetzt wird aber Tobias gleich kommen müssen. Hat noch eine Penalty zusätzlich drunter bekommen. Ja, also hier wird es dann gleich den Wechsel geben. Aber Ratze hat nur 12 Sekunden auf Afrofass. Mal sehen, ob da noch was passiert. Ey, Manni, das kann doch wohl nicht wahr sein. Das ist doch ein Augenzwinkern. Das kann doch nicht sein. Jungs, legt doch mal einen Zahn zu hier. Ich will jetzt hier mindestens eine 1,409 sehen. Macht mal was hier in der AM1. Los geht's. Okay, also um das Ganze interessanter zu machen, wenn ihr einer in der AM1 die 1,40 knackt, gibt es ein Schlüsselband von der Playstube. Ich hoffe, das ist Ansporn genug für denjenigen. 1,40, ja. Dann Schlüsselband von der Playstube. Wenn die 1,40 hier in der AM1 geknackt wird, somit, dass wir die AM2 nochmal hier ordentlich Schelle links, Schelle rechts geben können. Schelle links, Schelle rechts. Genau. So muss es sein. Tobias geht jetzt also in die Box. Afrofass nimmt jetzt erstmal P1, die er ja eigentlich schon stark rausgefahren hat am Anfang des Rennens, hier erstmal mit 13 Sekunden jetzt auf Ratze. Ratze muss aber gleich nochmal kommen. Ratze muss noch kommen. P3, Hashi. Und Hashi kommt sicherlich fast zeitgleich wie Ratze. Hab's ein Quietschen? Was war da los? Ah. Nochmal abwarten. Ah, wie Tobias jetzt wieder rausgekommen auf der 5. Ja, wird sich aber gleich wieder nach vorne spülen. Also auch er fährt hier wirklich ein super Rennen. Chibilibi auch von hinten nach vorne jetzt schon auf die 6 gefahren und kann hier noch weiter anpacen. Haribo jetzt auf der 7. Muss aber wahrscheinlich auch nochmal kommen. Und Dave muss
denke ich, nicht mehr kommen. Vielleicht fährt er durch, wollen wir mal sehen. Wir haben jetzt gleich noch 10 Runden zu gehen hier in der AM1. Leider eine Penalty von dem Tiger hier. Das heißt, er jetzt von den Speedbots auf der 9 hier unterwegs. 10 macht jetzt Knutzen und da kommt Joe Coyote hinten angedroschen. Oh, was ist denn hier passiert? Knutzen, was ist los hier? Da warst du in der Box, das ist mir schon klar, aber auf 10 hat es dich jetzt gespült. Na, mal sehen, ob das nachher aufgeht. Ja, jetzt kann er sich wieder so ein bisschen davon... Ah, kick mal an! Sprit ist alle? Jetzt wird's interessant. Ratze wird auch kommen. Vielleicht geht das... Ja, vielleicht kommt er ja noch mal ran. So, der Nächste. Ratze in der Box. Und jetzt wird der Nächste kommen. Hashi, auch er. Die gehen in die Box. Es wird natürlich jetzt erstmal keinen Platztausch in dem Sinne geben. Natürlich für die Jungs, die jetzt noch fahren. Die können jetzt der ein oder andere noch vorbeiziehen. Mal gucken. Ja, Harvey wäre da der Erste gewesen. Der wird aber auch noch mal kommen müssen. So, Harvey vorbei. Tobias auf der 2 jetzt. Alter, das kann doch nicht, Alter. Ich bin ja... Das scheint hier nicht aufzugehen für Afrofass. Also ich glaube nicht, dass hier Einster wird. Da hat die Boxenstrategie im Strich durch die Rechnung gemacht. Und Chibili auch da, auch so ein Ding hier. Der fährt, ey. Das wird garantiert richtig heißes Eisen zum Ende. 10 Runden sind noch zu gehen, meine Damen und Herren. 10 Runden. Also ich bin ganz gespannt, was hier dann wirklich, wer hier die Plätze einnimmt. Ja, auf der 4 Afrofass wieder rausgekommen hier. Jetzt bin ich mal ganz gespannt. Also ich würde fast sagen, Pokern war gut, aber es wird nicht ganz ausgehen. Haribo auf der 5, auf der 6 Phoenix. Ja, aber das sind überhaupt keine Abstände. Also dann, wenn da einer einen Fehler macht, ja, vorne, Haribo oder was, dann ist das hier ganz schnell wieder Geschichte und der Platz ist weg. Also definitiv hier ganz heißes Eisen. Ganz heißes Eisen. Ja, noch haben wir hier ein bisschen Platz, hier 1,1 Sekunden. Also Tobias ist kein Langsamer. Es wird schwierig werden, denke ich, aber... Wer hat die besseren Nerven von den beiden? Das wissen wir jetzt natürlich noch nicht. Mal gucken, wie sehen denn die Zeiten aus? Wir können ja mal auf die Zeitentabelle gucken. Wer ist denn schneller da? Also wenn ich das so sehe, Tobias im ersten Sektor schneller, Chibili im zweiten Sektor und im dritten Sektor wieder Tobias. Also mal sehen, müssen wir mal gucken. Ah, Gorgi Büscher, Harry Bruce noch mal rein. Ja klar, aber trotzdem werden wir noch mal sehen hier, wer hier das Rennen macht. 9 Runden sind noch zu gehen hier bei der NSL heute am Freitag in der AM1. Ah, Tobias jetzt langsam unter Druck. Also Schibeli kommt ran hier. Er kommt so langsam näher. Aber noch reicht's nicht. Aber da, oh, da schlittert dann wirklich. Der Tobias kriegt da so ein bisschen Druck, 3 und Geschwindigkeit gerade. Kann er mit dem Druck nicht umgehen? Oder hat er einfach zu viel Druck? Jetzt raubt er sich ran hier. Oh, Bestzeit. Uiuiui, schaffen wir noch die 1,40 heute? Weil dann gibt's vom Grabbel ein Schlüsselband für denjenigen, der hier die AM2 toppt hier mit der schnellsten Runde. Jetzt aber. Windschatten ausgenutzt, zieht raus, reicht aber noch nicht aus. Nimm aber die Linie mit. Mach jetzt keine Scheiße. Nimm den Windschatten. Boah, aber reicht immer noch nicht. Harvey an der Box. Aber die beiden jetzt hier am Fighten. Aber da spielt natürlich Afrofass wieder in die Karten. Somit können die nicht volle Pace gehen, weil hier natürlich Krieg herrscht. Noch konnte Tobias sich hier behaupten. 9 schnellste Runde, 1,41, 4,12.
Ach, die spielen zusammen. Ja, ist er. Nur spielen? Ja, alles klar. So, also P3, Afro Fast. Wir konnten gleich wieder hin. Phoenix Dave auf der 4, Harvey auf der 5, Ratze jetzt auf der 6. Ist aber dran hier. Da gibt es den nächsten Fight hier. Boah, wissen wir, Harvey war doch gerade in der Box, ne? Der ist durch. Boah, schwierig. Mensch, was kann Ratze noch reißen? Hier, Hashi auf der 7. Knutzen auf der 8 hier von Bulls United Motorsport. Joko Yuta auf der 9. Auf der 10. Bulls United Motorsport Schumania. Und dann auf der 11. Da haben wir Mr. Haribo. Gelbe Flagge. Was war da wieder los? Oh. Was war da denn passiert mit Joko Yuta? Gucken wir mal. Ah, auf den Dreck gekommen, ein Schlag, aber volle Kanne, volle Lotte. Und da hat es ihm leider jetzt wirklich einige Plätze kostet ihm das. Da geht auf jeden Fall Mr. Haribo vielleicht auch nochmal vorbei. Er ist nämlich schwer beschädigt hier. Das wird schwierig, würde ich sagen. Das wird wirklich schwierig. Ja, der Tiger auf der 12, Nickname jetzt auf der 13, Samedi wieder auf der 14. So sind momentan die Punktestände bzw. Platzierungen. Aber Tobias weiter unter Druck hier. Ah, Schibili hier, aber eine Penalty von 1,5 Sekunden. Ist natürlich enorm. Da hat das ein bisschen übertrieben. Aber auch hier, ihr seht aber, die beiden pushen sich vorne so dermaßen, dass also Afrofast hier 3,2 Sekunden Abstand jetzt hat. Es war schon mal weniger. Ah, beide Top 10, da habt ihr vollkommen recht. Bulls United Motorsport ist erstmal hier in den Top 10 vertreten. Dave auf der 4, Harvey auf der 5. Und da kommt Ratze. Ratze hier. Ratzefatz macht hier unter Umständen gleich noch einen Platz gut. Vielleicht schafft das noch. Ein paar Runden haben wir noch hier, die noch gehen. Die Möglichkeiten hat er genug. Er ist auf jeden Fall von der Pace her in der Lage, unter Umständen Harvey hier zu knacken. Hashi momentan nicht direkt hier im Zweikampf drin. Knutzen genauso. Knutzen auf der 8 relativ sicher mit 3,6 Sekunden nach vorne und 8,9 auf seinen Teamkollegen Schumania. Ey, Manni, jetzt reicht es. Willst du mich ärgern? Ey. Kann aber nicht wahr sein. Ja, aber hier hinten haben wir es doch jetzt relativ ruhig, glaube ich. Haribo auf der 10 jetzt hier. Also auch wieder Punkte besser hier für Schumania. Also Butchunat und sammelt Punkte. Ja, der Tiger auf der 11 jetzt gelistet. Nickname auf der 12. Samedi auf der 13. Und Joe Coyote, wir hatten es eben gesehen, hatte hier leider einen Crash. Und somit musste er in die Box, um sich reparieren lassen. Und jetzt ist er leider auf die 14 gefallen. 3,8, knapp 3 Sekunden auf Samedi. Vielleicht knackt dann noch. Ja, hier vorne jetzt eine Sekunde auf Schibilibi. Das heißt aber 1,1 Sekunden hat er noch hier Penalty auf der Uhr. Afrofast auf der 3. Dave 4. Und Ratze. Ratze vorbeigegangen! Oh mein Gott, Heldengruß! Somit konnte Ratze sich auf die 5 schieben. Mal sehen, ob er das jetzt die restlichen 6 Runden auf den Asphalt zaubern kann und da vorne bleibt. Ich bring Bier. 10 weg, alles klar. Okay. Froge, alles klar. Harvey also jetzt hier auf P6 zurückversetzt worden. Und was ist mit The First Donkey da hinten mit Hashi? Kommt da vielleicht auch noch was? Ja, also das ist hier sehr, sehr extrem gerade. Aber hier hinten, gucken wir mal schnell hier, was hier hinten los ist. Ah, okay, da ist jetzt erstmal nicht so viel zu erwarten. Nur Coyote kann Zeit gut machen. 2,1 Sekunden jetzt, die auf Samedi jetzt schon wieder zusammengerutscht sind. Also man muss schon Chapeau sagen, auch wenn hier der ein oder andere eine andere Strategie gefahren hat, die Jungs sind wirklich doch für
Monster noch sehr dicht beieinander. Ah, der Tobias jetzt eine Sekunde auf Schiebelibi. Konnte er sich ja wieder ein bisschen fangen. Aber er hat jetzt die Penalty bald runtergebaut. Und dann kann er wieder ein paar angasen, sage ich mal. Kann wieder angreifen. Ja, aber Afofas kommt langsam auch. Der kommt so langsam, aber 5 Runden sind noch. Mal sehen, ob er da noch was reißt. Und für The First Donkey Dave, der wird also hier wahrscheinlich ziemlich sicher, wenn er sich jetzt hier nichts irgendwas noch einfängt, auf B4 kommen. Am Dratze kann hier jetzt eine Sekunde rausfahren innerhalb einer Runde. Das bedeutet, der könnte sich hier Platz 5 sichern hier. Oh, erstmal einen Schluck trinken, trockene Kehle hier. Was ist denn da hinten schon wieder? Moment, was ist hier los? Oh. Damedi, halbe Sekunde auf Nickname hier. Gibt's da noch ein Duell? Willkommen, Marco. Willkommen bei der Pirschung beim Kabel Mike. Vielen Dank für dein Follow. Ah, die Speedbots jetzt nochmal vielleicht hier mit einem Zündlein an der Waage. Gibt's da von Samedi nochmal was hier? Da kommt der Ausscherer. Geht er jetzt ran hier? Will er sich innen reinsetzen? Reicht's aus? Reicht doch nicht. Er hat sich nur gezeigt. Jetzt optimal hier. Wenn er hier optimal durchkommt. Aber jetzt ist wieder ordentlich Abstand. Da geht der M6 besser. Ah, Tobias, jetzt eine halbe Sekunde. Eine halbe Sekunde jetzt auf Schiebidibi. Aber immer noch eine kleine Penalty, die er versucht abzubauen. Ah, 5 Sekunden auf Afofas. Ah, das wird also wirklich enge teilweise hier. Enge ist natürlich auch ein Begriff, ne? Also Dave ist erstmal raus. Ratzt jetzt auch. 2 Sekunden auf Harvey. Also wenn er das Ding jetzt nach Hause schippert, dann geht er hier mit P5 nach Hause. 4 Runden sind noch zu gehen. Hallo Batbone, grüß dich. Schön, dass du es noch geschafft hast. Grüß dich. Sei gegrüßt. Harvey immer noch auf der 6, auf der 7. Aschi. 8. Platz, Knutsen von Bulls United Motorsport. Und Schumania, ja, genau, kommen wir anscheinend auf 8 und 9 durch. Die haben sich so geliebt, da geht da schon was. Beide hier ja also hintereinander weg. Gehen hier also mal durch. Ey, Flo, danke für deine Bits. Ich bedanke mich. Chapeau, dankeschön. So, Knutsen also. Knutsen macht hier ordentlich Dampf. Und Schumania versucht alles, um das, nämlich den Platz 9, hier nach Hause zu bringen. Haribo hat seine Goldbeeren wiedergefunden, ist auf der 10, 1,4 Sekunden auf Schumania. Also Schumania, streng dich an, fahr das Ding jetzt hier nach Hause, sonst kommt vielleicht noch Mr. Haribo um die Ecke und gibt dir noch ein paar Haribos, aber du musst dich dann hinten anstellen, weil sonst kriegst du beim nächsten Rennen keine mehr. So, der Tiger auf der 11, weiterhin hier von den Speedbots gelistet. Nickname jetzt aber unter Druck. Da kommt schon Coyote. Da muss er abbauen. Da hat er sich wieder hinten eingereiht. Oh, das war ja. Oh, Dolder. Da hat er fast aus hier mit so einem Quersteher hier. Fährst du quer, siehst du mir. Sah fast so aus jetzt hier von der Optik. Aber jetzt warten wir ab. Hat wieder eine leichte dazu bekommen hier. Penalty. Aber noch hat er hier die Möglichkeit, sich den Platz zu holen hier. Und Nickname, jetzt muss er natürlich erstmal abbauen, weil vorher kann er nicht überholen. Und somit, jetzt ist er wieder bereinigt. Jetzt kann er, wenn er möchte, nochmal hier diesen Platz vielleicht für sich entscheiden. Da gab es einen Quersteher, da gab es doch mal den kleinen Slide hier. Da einfach mal driften ist eine coole Geschichte. Und wenn man es beherrscht, sieht es auch gut aus. Auf der 14, Samedi. Und Samedi, denke ich mal, wird P14 halten von den Speedbots. Bei Tobias vorne wieder 1,1 Sekunden auf den Schibidibi, der auf 2 fährt. Aber hier Afrofas 6 Sekunden hält sich soweit. Phoenix Dave, wie gesagt, außer dass er jetzt sein Rennen fährt und sich hier ordentlich, sag mal, dahin schunkelt,
hat er keine Probleme. Ratze, 3,9 Sekunden fehlen ihm da. Und Mr. Haribo immer noch auf P10 und versucht jetzt hier an Schumania ranzukommen. Aber eine Sekunde fehlen ihm da jetzt wieder. Na, ob der noch Ratze holt, das glaube ich nicht. Ah, 1,1 Sekunden jetzt in Mr. Haribo. Gucken wir uns mal das Material an. Ja, da geht es momentan besser für Mr. Haribo. Ja, aber kann das umsetzen. 38. Runde. Zwei Runden, meine Damen und Herren, sind noch zu gehen. Zwei Runden am heutigen Freitag in der AM1 hier. Ah, Tobias kann hier den Vorsprung weiter ausbauen. Ah, 1,8 Sekunden jetzt auf den zweitplatzierten Schibelibi, der hier also quasi alles gemacht hat, was ging, und das Ganze doch recht gut noch nach Hause gefahren hat. Ah, Afrofass auf der 3. Dave, wie gesagt, auf der 4. 3,3 Sekunden jetzt auf Ratze. Das wird nicht mehr reichen. Also zwei Runden und dann noch, sag mal, hier drei Sekunden rausholen, wird schwierig. Also ohne Fehler von vorne wird das schwierig. Auch wenn er hier auf der Gegengeraden ordentlich sieht da hinten, weil die ja so schön lang ist. Wird schwierig werden, hundertprozentig. Ja, also Harvey ist erstmal außen vor. Harvey auf der 6 und Hashi auf der 7. Muss Strafe abbauen. Knutzen hier auf der 8. Schumania immer noch auf der 9. Mr. Haribo, wie gesagt, könnte schwierig werden. Wir nähern uns jetzt also der letzten Runde gleich. Und die Jungs vom Bulltunnel Motorsport werden wohl 8 und 9 eventuell nach Hause fahren. Ja, Mutu schreibt, das machen die beiden super hier, Knutzen und Schumania. Ja klar, also die fahren hier klasse Rennen. Und Schumania jetzt aber doch vielleicht doch unter Druck von Mr. Haribo. Jetzt kommt vielleicht doch noch der Angriff. Das wäre ja ärgerlich, wenn der noch einen Platz verliert hier. Jetzt aber Schumania, Kampflinie pur. Jetzt musst du das Ding hier halten. Du musst das Ding hier halten. Sonst gibt es Probleme. Aber jetzt hat er sich wieder so ein bisschen gefangen hier. Esgas, willkommen bei der P-Stufe bei Krabbel Mike. Vielen Dank für dein Follow. So, jetzt gucken wir mal, wo befindet sich Tobias. Immer noch hier in der 39. Runde. Wir haben also noch ein wenig Luft. Wir schalten gleich wieder nach hinten und gucken aber noch mal kurz, ob wir hier irgendwo noch was sehen, was uns jetzt durch die Lappen gehen könnte. Also wir bleiben erstmal auf Schumania und Mr. Haribo drauf. Da geht er schon vom Gas. Guck mal, wie er spielt hier, der Mr. Haribo. Seine Haribos sind dick und fett. Schumania muss bloß drauf anspringen. Hey, vielen Dank. Vielen Dank, Petbone. Dankeschön. Küsschen. Danke. So, jetzt aber. Was macht da Haribo? Oh Mann, ich will hier gar nicht weggehen, aber ich habe ja nur gleich auch die Führung noch zu nehmen. Nochmal recht herzlichen Dank. Dankeschön. Oh, jetzt kommt der Angriff auf Schumania. Ei, ei, vielen Dank auch dir. Trotzdem. Na, danke. Vielen Dank für diese Sackbombe. Danke. Oh, jetzt hat er sich wieder hinten eingereiht. Mein Gott, ich will hier gar nicht weggehen. Wir haben aber die letzte Runde. Wir haben die letzte Runde und die gehört natürlich für ein paar Meter den Führenden. Aber ich werde trotzdem mal... Ich mache immer so, okay? Ah, Schumania kann die 9 halten. Aber Tobias kommt jetzt so langsam in Fahrt. Wir können noch kurz draufbleiben. Kann Schumania hier den Platz halten? Danke, Petbull. Schumania hält noch die 9. Noch ist er nicht durch. Noch ist er nicht durch. Was macht Tobias? Ah, Tobias jetzt hier Parabolica. Und jetzt geht's auf Start und Ziel. Schumania kann sich noch halten. Tobias, Glückwunsch für P1. Und P2, Schiedebi, Afrofass auf der 3.
Jetzt kommt noch mal der Angriff, oder was? Was ist jetzt los hier? Bulls United Motorsport unter Druck hier. Mr. Haribo ist innen, hat die bessere Linie. Was ist los? Jetzt hat er den Platz vielleicht noch mal hergeben müssen. Verdammt noch mal! So, mit Platztausch jetzt für Mr. Haribo kann Schumacher noch mal zurückkommen. Schumacher, komm, zeig's uns. Konter, Konter, genau, geh drauf jetzt hier, volle Pulle. Er hat die Außenbahn, das wird schwierig, kann er das nochmal bringen hier? Sorry für die anderen, das muss man jetzt einfach erstmal nochmal reinnehmen. Schafft der Schumacher, er schafft es, geht hier auf 9 durch. Unglaublicher Vorfall, müsst ihr auf jeden Fall einen Clip machen für eure, ja, für eure Bibliothek oder was. Bei Bulls United Motorsport auf der 11 geht's weiter mit den Tiger und auf der 12 Joe Coyote, auf der 13 Nickname, 14 wird Samadi werden. So sind jetzt mal die Platzierungen. Ich schalte gleich nochmal das komplette Bild rein für die, die ich jetzt nicht eingefangen habe. Aber das war ja absolutes Klasse-Rennen, absolutes schönes Finish. Wahnsinn, was wir hier also heute noch erleben durften in der LM1. Sauber, richtig gut gefahren und Chapeau an die Fahrer. Sauber gemacht, wunderbar. Und jetzt gucken wir uns natürlich, bevor wir hier heute fertig sind, nochmal die Platzierung an. Gehen Sie jetzt alle nochmal kurz durch. Also das war schon ein Wahnsinnsrennen. Absolut, Rennergebnisse gezeigt. Tobias also auf der 1, Schiedebidi auf der 2, Afrofass auf der 3, Phoenix Day 4 auf der 4, Ratze kommt auf der 5 durch, dann 6 Harvey Hashi auf der 7, Knutzen auf der 8 und sein Teamkollege mit einem Wahnsinnsfinish hier auf der 9. 10 Mr. Haribo, also beinahe hätte man gedacht, er schafft es auf die 9, aber dann hat es doch der Porsche gerissen. Auf der 11 der Tiger, 12 Joe Coyote, 13 Nickname und Samedi auf der 14. Meine Damen und Herren, das war die NSL AM1 hier für den heutigen Freitag. Denkt an, morgen geht es mit der NSL Pro weiter. Wieder dieselbe Zeit, aber natürlich dann bei anderen im Stream. Ich bedanke mich nochmal bei der NSL. Vielen Dank. Ja, und der Krabbel wird dann wieder in 2 Wochen bei euch am Start sein. Und ich hoffe, ihr schaut auch mal so rein. Der Krabbel hat ja viel zu bieten mittlerweile. Ich bedanke mich nochmal bei allen. Vielen Dank für die Subbombe, Petpo, und vielen Dank für die Bits an alle anderen. Stroker Ace, nochmal vielen Dank dafür. Ja, also ich habe es gerade wieder gesehen. Ich habe mich gefreut. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Und ich mache nochmal mein Endprogramm und dann hören und sehen wir uns ja bald wieder. Bis denne, und Krabbe sagt Tschüss und gute Nacht. Macht's gut, Jungs.